So. Voll geil. Hey, das ist jetzt irgendwie wirklich. Du bist so eine. Weißt du was? Das ist jetzt wirklich so. Du siehst lustig aus. Danke vielmals. Weißt du, es regnet so und Überschwemmungen und Regen. Und er sitzt das ist schön. Joel. Der Matteo sagt, Alter, wenn ich dich sehe, dann fühle ich mich besser. So, und du sagst, du siehst einfach lustig aus. Fühle ich mich besser? Nein. Jetzt am Boden bleiben. Nein. Die ayurvedische Wirkung ist noch nicht. Nein, es ist, aber, glaub, nein, es ist bei ihm ist es wirklich gerade ab. Es ist ein Empfinden von Heimat, wenn ich dich sehe. Oh, es wird immer besser. Jesus fucking Christ. Also, ja, ich glaube, es ist okay. Jetzt habe ich gerade überlegt, ob es eins zu dunkel ist, aber wir wollen jetzt nicht. Nein. Es ist top. Nein, du hast langsam einen richtig fetten Bart am Start. Das ist richtig krass. Findest du es krass? Ja. Yeah. Muss ich drüber? Nein. Ich denke, für heute ist noch okay. Ich finde es geil. Morgen, übermorgen tue ich wieder. Du hast wieder ein bisschen Arbeit drin. Ja. Aber ich finde es geil. Es macht wirklich so männlich. Gut, wenn du so lachst, dann nicht. Also, ja, sorry. Ja, nein, logisch. Bild ist gut. Perfekt. Sensationell, ja. Ton? Der ist super. Alright, dann fangen wir an. Bam! So, da sind wir. Mit dem Pascu. Joe. Hoi. Joe, du Geile. Ja, das sei schon nur du. Das ist Joe, du Geile. Sag's nur ich? Ja. Sicher nicht. Mo, das ist so dein Spruch. Aber das finde ich gut. Ja, aber ich habe nicht... Aber das ist ein Heimatgefühl. Weißt du, von der Aber wenn es dir nie jemand anders gesagt hat, kannst du kein Heimatgefühl haben. Ja, aber es ist so... Weißt du, du stapfst durch den Schnee und er taut die Türen auf und dann ist das warme Schweinefeuer. Und weißt du, das muss man sagen. Joe, du Geile! Dann liegt einer dort mit einem Fell und sagt, vor dem Schmieden und sagt, Joe, du Geile! Ja, eigentlich wäre noch cool, weißt du, wenn so ein Leute. Ey, genau, ey, weißt du, es Leute, wenn ich mal ein Haus habe und er Leute und er ey, Joe, du Geile! Ich habe einen Job für dich. Cool. Oder Klingelton? Ja. Aber das ist nicht mehr so. Früher hat man sich mega Mühe gegeben mit Klingeltönen. Früher hat man ja irgendwie 5 Stutz gezahlt für einen Klingelton und hat irgendwie geschaut, dass es eine bekannte Melodie ist und Zeug und Sachen. Ist es nicht sogar noch teurer gewesen? Wahrscheinlich, ja. So, jetzt im Jamba-Abo. Irgendwie 15 Franken im Monat und dann hast du einen dürfen gratis abladen. Genau. So. Oh, dann bist du ja, lecker. Aber jetzt ist es so, jetzt ist wirklich überall so Standard Klinglong und der Weckerton ist bei allen der gleiche, habe ich das Gefühl. Ja. Nein, der geht gar nicht. Das ist schrecklich. Ja, der geht nicht. Nein, es muss schon irgendwie. Aber weißt du, irgendwie ist es so komisch, wenn so irgendwie mit einem Geschäftsmann eine Sitzung hast und dann kommt irgendwie so irgendwie Rihanna irgendwie oder so. Das holt mich aber mega draus. Weißt du, irgendwie so, oder etwas von Bravo Hits 12 oder so, irgendetwas, Robi Roboter. Ich glaube, darum ist es eben noch gegangen, wo du dann so Nokia-Klingeltöne gehabt hast, weil der Ton ist ja immer der gleiche gewesen. Das heisst, dann hat er vielleicht die Melodie mal ein bisschen mehr nach, keine Ahnung, wie es geheißen, Axel F. tönt. Und den anderen mehr nach irgendwie große, alle die Trans-Hits, das hat ja wunderbar funktioniert mit den Nokia-Klingeltönen. Aber jetzt, wenn dann effektiv, ich habe zum Beispiel jetzt eigentlich Maroon 5 gehabt, Sugar. Das geht einfach nicht. Der hat auf mich eine gute Laune gebracht, aber es ist wirklich oft so, eben, hast du in der Sitzung gemacht, Sugar! Und du bist so, weißt, knallhart am Verhandeln für dein neue, für irgendwie eine Gage und dann kommt so das, eben, dann verholst du es irgendwie. Aber eigentlich findest du es ja gut, lustig, aber nein, du verholst es. Ja, aber eben, weißt, auch die Ironie geht ja dann verloren. Du kannst ja dann nicht erklären, dass du das ironisch lustig findest, sondern das ist ja dann einfach in dem Moment, als wäre es dein absolutes Lieblingslied, weißt du?
Ja, Batman, Hans Zimmer. Wirklich? Dark Knight Rises, ja. Ja. Das mache ich. Ich höre gerne Hans Zimmer im Auto. Weil da habe ich wirklich das Gefühl, ich bin in einem Actionfilm. Okay. Weißt du, das ist völlig boring. Du fährst zum Beispiel mit 50 durch Langenthal, oder? Ja, ja, und dann, aber dann so die von Inception, ja, wird es geheißen, Mombasa. Aha, ja. Weißt du, und dann halt fährst du ja mit 50 durch. Du fährst ganz anders durch. Ja. Ja. Mhm. Ich habe das nachgefunden. Ah, du kennst Hans Zimmer. Also komm jetzt. Ich hoffe, viele kennen Hans Zimmer. Christoph, du kennst Hans Zimmer. Ich habe ihn schon mal getroffen, ich habe ihn schon interviewt. Siehst du? Man kennt ihn sogar persönlich. Ja. Ja. Ich habe vom Hans Zimmer gehört, dass er, ich weiß es sogar, weil ich kenne jemanden, der bei ihm geschafft hat, der schreibt ja eigentlich nicht mehr selber Musik. Sondern der hat einfach so ein grosses Business, wo Menschen zuerst Praktika machen, danach hat vielleicht mal mit so einem Juniorlohn angestellt sind und wenn es wirklich läuft, dann werden sie mal richtig fett. Also eigentlich so wie bei dir, oder? Genau, weil bei mir... Also ace to ace. Ja, aber nur bei mir, ich alle die Menschen selber verkörpern. und danach ist es so, irgendjemand schreibt einen Teil von dem und dem Soundtrack und jemand anderes schreibt ein Lied, das dann dort in den Soundtrack reinpasst und er ist dann so mehr so, will man sagen, der Selektionär. Er sagt dann einfach, das nehme ich, das passt zusammen, da brauche ich jetzt noch etwas. Ich meine, in der Gastronomie ist es zum Teil auch so. Wenn ich dann eben so von so diesen Supermaster-Küchenchefs sehe, dann merkst du, die haben selber schon lange nicht mehr wirklich ein Fleisch anbrutzelt, oder? Ja, ja, ist so. Aber sie schauen auf, dass das alles zusammen passt. Ja, und sie ermöglichen ja dann an einem jungen Talent auch irgendwie einen nächsten Schritt. Ja. Aber ja, die Romantik musst du manchmal ein bisschen vergessen. Ja, das ist schon ein bisschen so. Wenn ich Herzog und Dömer lernen kann, weißt du, habe ich einfach gedacht, wow, die machen noch voll. Und dann siehst du da ins Büro ich und ja. Ist ja auch nicht mehr so, dass sie viel noch selber machen. Ja, aber das ist... Aber, wie es gesagt, ist Teil vom Business, das ist doch normal. An der Stelle bist, wo du dann eben sagst, das aber nehmen wir und das machen genau. wir. Genau. Und ich meine, ich mache es ihnen auch gönnen, wenn sie sagen, hey, weißt du was, jetzt gehen wir mal auf Fußballmatch, weil, hey. Nein, also, weißt du, ich meine, ich mache es jedem, der einen Namen hat, irgendwie gemacht, auch gönnen, wenn der jetzt mal sagt, hey, nein, jetzt nehme ich eine Gurke, ein Rüebli und einen Landjäger und jetzt gehe ich mal um 4 Uhr, mache ich mal Feierabend. Und der hat ja einiges müssen machen, dass er dort ist, wo er ist, oder? Ja, und vor allem, ich denke, es ist immer noch speziell. Ich meine, ich bin gerade hinter ihm gesessen, immer am Match. Und da habe ich so gedacht, es ist ja noch speziell, du hockst in dem Stadion, wo quasi dein Name dahinter ist. Weißt du? Mhm. Das ist ja schon absurd. Du als Architekt hast die Verantwortung gehabt für das Stadion. Ja. So, und in dem hockst du dann. Also, weißt du, dort sehe ich auch, auch wenn es Freizeit ist und du gehst am Match schauen, sehe ich auch brutale Berechtigung drin, dass der dort hockt. Weißt du? Ja. Mehr als noch jemand anderes, mehr als irgendein Bankchef. Wo ich denke, logisch, kann auch am Sonntag um 4 Uhr dort hocken. Ja, aber wenn du noch den Namen hinter deinem Stadion hast, also hinter dem Stadion, dann erst recht, dann hockst du jetzt da. Hallo? Schaut er recht auf den Match oder schaut er mehr irgendwie auf die Architektur? Er schaut sehr auf den Match. Sehr, er ist sehr emotional. Ich glaube schon, ja. Er ist voll dabei, ja. Er ist voll Fan dann. Finde ich ja gut. Ich glaube, an dem Platz, wo du bist gehockt, bin ich auch schon mal gehockt. Ja, sicher. Ja, logisch. Sind wir nicht sogar zusammen mal gesehen? Nein. Nein, das noch nicht. Jetzt wären zu viele Emotionen. Das Stadion würde brodeln. Hey. Nein, die Petarden, die würden fliegen. Das wären die Spieler, die abgelenkt werden. Absolut. Nein, da würde alles zusammenbrechen. Du kannst nicht allem das System überlassen. Vor allem, es längt schon, dass der Baschi immer geht. Ja. Und ja. Mit dem sind sie auch schon genug abgelenkt. Ja, definitiv. Definitiv. ist aber irgendwie, wie soll ich sagen, also authentischer und liebevoller und kannst ja nicht mehr sein als Fan. Irgendwie. Er sieht es gerade raus.
Ja, er ist voll dabei. Und er sagt, hey, ich muss jetzt noch allen Spielern Ciao sagen. Ja, die warten auf mich. Und die sagen, nein, wir warten nicht auf dich. Es ist alles okay. Das ist grossartig. Wie eben die Architekten, die selber nicht mehr so viel machen, wo ich es richtig absurd finde, ist, ich habe eine Doku gesehen von so einem Kunstbusiness. Und dort, der Jeff Koons, sagt er etwas, oder? Ja, sicher, ja. Ja, also, der Jeff Koons verkauft ja irgendwie für 50 Millionen pro Stück seine Kunst. Der hat aber wirklich seit Jahren nicht mehr selber angelenkt oder gemalt. Sondern der hat auch seine Mitarbeiter, die dann so mega pedantisch mir halt eben an irgendeinem Bild rumkratzen und da irgendetwas machen. Und er hat noch die Eier und steht in dieser Doku vor diesen Leuten und sagt, ja, das ist trotz allem ja meine Kunst, die ich hier mache. Sie sind mein verlängerter Arm, weil ich könnte sonst gar nicht so viel Kunst produzieren in einem Jahr, wenn ich das alles allein müsste machen. Also er tut auch noch, obwohl es so einen grossen materiellen Wert hat, tut er den Wert von seiner Kunst eigentlich noch mega runterbrechen, im Sinne von, ich will ja oft möglichst viel Ware rausbringen, damit ich ja auch richtig cashen kann. So. Und gerade bei Kunst denke ich so, nein. Bei allem anderen verstand ich es, weil irgendwann, eben, du wirst grösser, ich meine, bau mal so ein hohes Stadion und dann noch mehrere und dann irgendwie kriegst du noch einen Auftrag. Jo. Natürlich bist du dann irgendwann, kannst du nicht mehr zu unterst alle ersten Pläne von null auf anzeichnen, weil eben, du expandierst die Business, damit das dann irgendwie auch der Nachfrage kann entsprechen. Aber bei Kunst geht es doch irgendwie darum, was du machst. So, also irgendwie, das ist ja die. Ja, aber Ding. Ich glaube, der Tier kommt da endlich der Hammer zurück. Also du bist ja gross geworden wegen irgendwie deinem Zauber. Ja. Yeah. Und wenn, ja, ich glaube, irgendwann kommt es zurück. Weißt du, wenn der Zauber nicht mehr kannst versprühen, das, was das ausmacht, deine Kunst, was auch immer. Ich glaube, dann kommt es zurück. Ja, ich glaube, bei ihm ist auch noch speziell. Bei ihm jetzt vielleicht nicht gerade die nächsten zwei Jahre. Aber wer weiß. Und ich meine, vor allem, er ist an der Wall Street gesehen und er hat das ja dort schon in die Kunst übertragen. Er hat das Business quasi übertragen. Er hat das wie gecheckt für sich. Weißt? Und das ist einfach eine Einstellungssache. Aber vielleicht ist er gar nicht glücklich. Ja, das weiß ich. Wahrscheinlich findet er das voll geil so. Und dann ist er ja gut, blöd gesagt. Weißt? Ja. Ich glaube, du musst ja einfach das machen, was für dich am Schluss stimmt. Ich meine, wenn du irgendein Projekt hast, dann kommst du ja auch mit sehr viele Menschen, wo du fix als dein Team hast. Ja. Also du hast aber deine Go-To-Leute, wo du ja, sagst. Aber am Schluss ziehe ich auch immer wieder nach. Ja. Yeah. Also ich verliere auch immer viele Leute, weil ich so viele Projekte mache. Oder verliere ich immer meine rechte Hang. Oder? Aber, und dann schießt es mir eigentlich an, jetzt darf ich wieder jemanden nachziehen. Yeah. Aber dafür habe ich an einem Projekt wieder jemanden abgeben können. Und dort wird jetzt halt, wie soll ich sagen, ich biete denen eine Plattform. Mhm. Und dann habe ich zwar meinen vielleicht innersten Kern jetzt verloren, dafür haben sie eine Plattform, eine Bühne. Yeah. Yeah. Und sie helfen eine Region, was auch immer, dass dort jetzt vielleicht wieder das Handwerk im Vordergrund steht und nicht die Stockipulver. Von dem her, ja, es ist manchmal schon, es nervt mich manchmal schon, wenn du gute Leute verlierst. Also das ist schon, weißt du, wenn du so irgendwie 8 Jahre, 7 Jahre, 6 Jahre die gleichen coolen Leute hast gehabt. Ja. Yeah. Und es ist einfach so alles ohne Wort gegangen und jetzt musst du wieder Leute nachziehen und du bist wieder bei Basic und erklärst, wie ein Schokimus geht. Mhm. Aber hankerum, hey, ich meine, einer ist in New York, der andere in einem 5-Sterne-Hotel, einer mit irgendwie 25, der Küchenchef, der andere, ein CSO, macht irgendwie 3 Restaurants jetzt und, yeah. Und das ist dann irgendwie schon cool. Ja, weil ich glaube, das ist ja auch der Preis, den man muss zahlen muss, dass wenn man jemanden sich entfalten lässt und die richtigen Möglichkeiten gibt, dass man die dann irgendwann muss ziehen lassen, blöd gesagt. Also dass die dürfen wir ja dann wieder zurückheben. Ja, aber ich bin eh nicht so, ja, zurückheben will ich eigentlich eh nicht. Nein, das ist... sagen wir, ja, jetzt nein, ich habe nicht eine schlimme Karrieresituation gehabt, aber ich habe schon
so, mir ist schon bewusst gewesen, was es bedeutet, hey, wenn du eben, wenn für einen Namen schaffst und du bist im Hintergrund. Das ist nicht einfach. Und darum habe ich eigentlich, dort bin ich ein bisschen brennt und von dem her schaue ich eigentlich schon, dass die zweite und die dritte, wie soll ich sagen, so trainiert werden, dass sie eben nachher neben mir und im Vordergrund können sein können. Yeah. Und es will ja nicht alle. Und alle und viele können, vielleicht sind einfach zufrieden mit Kochen, aber ja, nicht reden. Das gibt es halt auch. Das ist ja bei dir nicht der Fall gewesen, oder? Du hast früher schon angefangen zu reden. Zum Kochen. Hey, nein, also ich weiß es auch nicht. Weißt du, was ist passiert? Weil dann, als ich jung war, weißt du, hat es noch nicht so gegeben wie jetzt. Jetzt ist es völlig normal, dass Kochen sexy ist, dass sie auch tätowiert sind und so weiter und so fort. Weißt du nicht mehr? Yeah. Aber hey, zu meiner Zeit, wow, ist dann mal das höchste der Gefühle gewesen, wenn dann mal ein Koch irgendwo in einem Blättchen ist abgebildet worden. Yeah. Früher war es ganz anders gewesen. Ich meine, für den Ivo, den ich geschafft habe, das war der erste Koch, Kochchef, der ein Management hatte. Ja. Und jetzt hat ja irgendwie jeder mit 21 schon irgendwie die eigene PR-Firma und weiss auch nicht was. Ist das so? Ist es wirklich so ein extremes PR-Business geworden? Also langt es nicht quasi, dass man auf dem Markt ist und man sagt, dass jetzt die dort und der dort, die kochen auf sensationell, die müssen wir holen. Sondern es ist jetzt auch viel mehr, bist schon in der Glückspost gesehen. ihr Schaumbadwanne. Ja, genau. Ja, du, jetzt hat man ja Social Media, also jetzt investieren sehr viel auf Social Media, in gute Kameras und so weiter und so fort. Ist ja auch ein geiles Business für Social Media, muss ich sagen. Ja. Also weißt du, ich denke immer bei den Motivationscoaches und was weiß ich, ich meine, nach 5 Bildern, wo sie irgendwie entweder hart trainieren oder irgendeinen Spruch in die Kamera sagen, hast du ein bisschen gesehen. Und ich meine, ich finde alles, was mit Gastronomie zu tun hat, für eben schon nur das Auge, finde ich arschgeil. Ich muss dem Gordon Ramsay nicht folgen, weil ich einen geilen Sieg finde, was ich effektiv finde, sondern weil ich ab und zu einen mega geilen Burger sehe oder so. Und ich so finde, Also ich muss gar nicht ihn sehen, weißt du, sondern es ist dann, ich glaube schon, dass es ein gutes Business ist, weil es visuell wahnsinnig viel hergeht und immer weiter kann gehen, oder? Es ist, man kann sich ja konstant neu erfinden. Ja, aber Hankerum, ja, also ich finde es auch gut, ich finde es wirklich gut, aber Hankerum hast du wie, vielleicht verlierst du so ein bisschen den Weg für deine eigene Philosophie, weil du bist nur noch am Kopieren. Ja, ja, ja. Weißt du, das ist der Nachteil. Aber heute, jetzt kann ich schauen, was der in New York kocht. Und ich kann ja alles kopieren eigentlich. Yeah. Und früher hast du es noch, weißt du, früher hast du zu den Köchen müssen gehen, lernen. Ja. Yeah. Deine Stationen machen, dass du weißt, wie der Fisch gemacht wird oder wie man einen ganzen Fasan rupft und zubereitet und mit Trüffel stopft und so weiter. Und heute, ja, schaust du auf Social Media. Ja, yeah, ja. Yeah. Und das ist auch ein bisschen schade. Weißt du, eben, früher hast du müssen, hey, jetzt geh mal irgendwie auf St. Moritz eine Wintersaison machen. Mhm. Du musst unbedingt. Geh mal dort her. Und ins Ausland sollst du schon noch. Und das auch noch. Mhm. Und jetzt, ja, das geht ein bisschen verloren. Das finde ich schade. Ja, ich nehme mal eben so für die Promotion und für die Bewerbung ist es ein tolles Tool, aber die Einzigartigkeit, wie bei allem, geht natürlich extrem. Und es ist viel Fake, das wissen wir beide. Ja, 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 ja. Also ich meine, das merke ich auch in der Comedy, wenn ich mir überlege, wie einerseits es mehr Augen drauf wirft, dass man jetzt so viele Netflix-Specials hat, dass man überhaupt Netflix hat. Vorher hat YouTube, das ist irgendwie... Der Conan O'Brien habe ich nicht entdeckt, weil ich auf YouTube gesehen bin, sondern weil ich zum Glück irgendwie CNBC Europe mal am 1. Morgen geschaut habe und dann hat sie irgendeine Wiederholung gezeigt haben. Weißt? Das heisst, die Zugänglichkeit ist mega gut. Das Negative daran ist, du kannst irgendwie an einen Open Mic gehen und merkst, das ist sehr inspiriert von dieser Person und das fühlt sich sehr nach der Comedy-Person an. So, oder? Und natürlich, irgendwann findet man hoffentlich auch den eigenen Charakter in dem. Oder? Aber gerade bei Gastronomie sieht man ja auch immer sehr deutlich,
ich sage jetzt mal Trends, wo einfach so, gehst in das Restaurant, hast das Gefühl, du bist in den letzten 7 gesehen, oder? Und dann gehst du dort hin und jetzt ist auf einmal das mega trendy. Und das hast du eben, das sehe ich in der Comedy genau gleich. Und das hat sicher damit zu tun, dass du einfach mal kannst sagen, hey, komm, mach eine Blümli in Schaumkaffee. Das haben wir jetzt auf der ganzen Welt, oder? Ja, aber es ist positiv und negativ. Weißt du, oder mir hat viel die Food Influencers oder zuerst werden sie irgendwie was werden sie Bachelorette oder Kandidatin, yeah, oder gewinnen den Samstagjass, nachher Moderator, Moderatorin, und dann machen sie sicher noch in dieser Karriere immer, es muss immer sein, es geht nicht ohne, machen sie noch Food. Sie machen immer noch Rezept und Food. Okay. Immer. Yeah. Es musst du mal achten, es geht nicht ohne das. Sie müssen einfach noch gesunde Frühstücksideen bringen. Yeah. Oder so Snacks und er sicher noch so in eine Blumenwiese hocken und irgendwie das Brot aus dem Tüchli auspacken. Ja. Yeah. Ja, es muss einfach sein. Ja, und zu oben dann noch nehmen wir auflegen. Ah ja, genau, ja. Ja, genau. Also weißt du, es ist so. Und weißt du, es gibt so die alte Generation. Und das stimmt, weißt du, so von Köch, wo weißt du, einfach so Blut und Schweiß und so Argusseisenherdplatten haben gekocht, wo irgendwie mega hitzig war, weißt du, und das zelebriert haben. Und jetzt kommen irgendwelche. Irgendwelche Leute, weißt du, und sie sind mega in und sie sind dort und dort und dort. Und yeah, dann denke ich so, weißt du, dann habe ich so die Gespräche mit diesen alten, nein, nicht, mit diesen ehrwürdigen Chefs, weißt du. Und die finden das einfach so mega beschissen. Und dann, ja, und dann sage ich, hey, schau, ja, das ist der Zeitgeist. Das Verrückte ist dann, die so auf Social Media so abgehen, ich meine, die könnten ja wahrscheinlich nicht für 12 Leute in einem Restaurant kochen. Und das ist echt so die ältere Generation, die klassische Generation, weißt du, die verschwindet, das Klassische verschwindet und das Schnelllebige und das Geile kommt immer wie mehr. Und die haben extrem Mühe. Ich glaube. Und das ist aber schon noch, also es ist schon noch irgendwie, nimmt es mir dann schon, okay, wahrscheinlich bin ich nicht so die alte Generation, weil sie mich fragen und nicht irgendwie dann aber dran. Und ich bin manchmal so das Bindeglied. Kino, weiß auch nicht. Das ist, erschreckend das, oder herzig? Nein, das ist ein spannender Ort zum Sein. So. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass die klassische Generation verschwindet. Ich habe das Gefühl, die überlebt im ganz langen Run. Viel mehr. Ah ja, sicher. Weißt? Ja, ich glaube schon. Weil, also auch dort sehe ich Parallelen zur Comedy. Natürlich hast du irgendjemanden, der auf Social Media aufblost, wo schnell eine Tour ausverkaufen kann, mit, blöd gesagt, sehr, sehr wenig Inhalt. Weil halt einfach noch nie, weiss nicht, wie viele Jahre Bühnenerfahrung dahinter sind, sondern das ist quasi, du siehst, bei dem ersten Auftritt kannst du einfach schon ausverkauft zuschauen, oder? Und das hebt sich natürlich nicht, weil die Menschen dort, die wollen gehen, um einfach das mal gesehen zu haben. Aber wenn sie wirklich das Erlebnis Comedy wollen, dann gehen sie zu Leuten, wo sie merken, boah, der macht das seit 30 Jahren, das ist ja Granate, das ist, puh, oder? Es ist etwas völlig anderes. Und ich glaube, bei so Sachen ist das Gleiche, dass wenn du weißt, in diesem Restaurant kocht die Person und das ist einfach, shit, ja, ja, ist das geil. Ja. Ja. Dann wirst du auf 10 Jahre gerechnet, wirst du viel öfters dort gegessen haben. Ja, sicher. Oder? Ja. Als jetzt mal bei, hey, wir haben jetzt hier am Ecke, haben wir schnell, zwei Holzbretter zusammengeschaufelt. Aber ich finde es, aber weißt du, was ich meine? Ich finde es schon noch, die hast du schon zu catchen. Und ich meine, das hast du auch. Und du musst manchmal schon, es nervt dich sicher kurz schnell, wenn einer aufgejubelt wird. Ich glaube wirklich. Aber ich bin irgendwie, wie soll ich sagen? Bei dem bin ich so drüber. Eben, ich glaube wirklich, es ist Energieverschwendung. Und ich denk, wenn du dann mit so Menschen redest, sagst du ihnen hoffentlich auch das, weil wahrscheinlich jede Sekunde, wo sie sich über das aufregen und sich irgendwie auf ein Schlipsdramm fühlen,
verschwenden sie Zeit und Energie, wo sie könnten irgendwie, frag mich nicht, ich weiß nicht, wie viel man nach so x Jahren in der Küche noch neu erfindet, aber vielleicht kommt dann auf einmal noch das neue geile Hauptgericht raus, wo einfach das ist jetzt nochmal so eine Pièce de Résistance. Oh, weißt du? Schön gesagt. Ja? Sehr schön gesagt. Ich meine, Dings, das hat ja sicher auch einen positiven Einfluss für die Gastronomie, abgesehen von Social Media, denke ich. Auch dort Netflix, wie heisst es? Chef's Table. Mhm. Ich meine, es ist ja abartig geil gefilmt, du hast spannende Charaktere, wo auch noch etwas dazu beiträgt, dass dann eben irgendwie, wenn, ja, wenn du eine Philosophie hörst, denkst du auf einmal, wow, voll geil, das macht ja hohe Sinn. Ja, oder weißt, wenn du so schaust, ich meine, wenn die jemand zum Essen einlädt, oder, nein, das passiert zwar wenig, aber, nein, also weißt, wenn du so siehst, was so in der privaten Küche abgeht, hey, ja. Man, die ja irgendwie einen Thermomix im Bacochet, die irgendwie, ja. Keine Ahnung, einen Enteiser, einen Entfroster, einen Lawinenauslöser und die haben ja alles in der Küche, was du brauchst. Ja. Und dann so, okay, dann nehmen sie noch das Messer raus für irgendwie 1200 Franken, die sie von Japan haben, ja. Per Auerhahn zuliefern und dann so, okay. Und es geht ja ab und eigentlich ist es mega schön, weißt? Es, yeah. Ist irgendwie es wird bewusster und hochwertiger gekocht, dank Netflix, diesen ganzen, yeah. Starchefs. Yeah. Aber dann denke ich manchmal schon, hey, die einfach huren wenig Sex. Weißt du, ich so... Irgendwie... Das ist ein brillanter Joke, Jesus. Ja, schau, im Fall, es ist immer, hey, wenn plötzlich aus meinem Team plötzlich jemand so kommt mit einem selber backenden Kuchen, mhm. Und ich weiss genau, okay, hey, weißt du, nein, der und Bach oder die und Bach, mhm. Dann sage ich so, und, wie geht's dir so? Ja, findest du den Kuchen nicht gut? Mhm. Doch, doch, aber was genau ist los? Ja, sie oder er hat Schluss gemacht. Und dann fangen sie an von Bachen im Fall. Dann musst du irgendetwas machen, ja? Ja, ja. Sie bachen immer. Und im Fall wirklich. Aber während dem Lockdown habe ich das Gefühl gehabt, es hat wirklich jeder Mensch in der Schweiz bachen. Ja, und das finde ich schon cool. Wirklich. Ja. Yeah. Aber gewiss habe ich mir sagen, hey, irgendwie. Schaut irgendwie auf euch das Privatleben ein bisschen. Hey, weißt du, wenn es so ausartet in, keine Ahnung, hey, wenn du noch irgendwie zwischen den Unterhosen und weiss auch nicht was, irgendwie deine Hefebilzzucht rauffährst, dass du mit dem noch das Brot und der Sauerteig und weiss auch nicht, dann hast du gesagt, hey, weißt du was, irgendwie, geh doch wieder mal irgendwie mit der Freundin spazieren oder weiss auch nicht was. Yeah. Also, es ist jetzt schon, es ist, hey, ich meine, dann willst du sogar Mehl kaufen und es hat kein Mehl mehr. Dann so, was läuft? Es ist alles ausverkauft gesehen. Mehl ist ausverkauft gesehen. Hefe ist ausverkauft gesehen. Ja, Hefe, ja. Ja. Alles ausverkauft gesehen. Und überall sind Bananenbrot aus hey, dem Boden gespritzt. Nein, aber weißt du, ich unterstütze ja das. Yeah. Aber weißt du, dann soll es weitergehen. Ja. Yeah. Und dann, jeder hat sich mega fantastisch und toll gefunden, weil er jetzt endlich mal die 5 Meter zum Bauer hat geschafft. Ohne Auto, sondern zu Fuß. Und er ist zum Bauer und nicht zum Migros und Coop und weiss nicht was. Und ich hoffe, das hält er da, ja. Ja gut, das ist ja auch schon ein bisschen ein Problem mit irgendwie Haustieren und so. Weil ja alle sich während der Pandemie Haustiere zu tun haben. Ja. Und irgendwann eben geht ja das normale, wie es auch immer soll aussehen, Leben weiter und auf die muss man dann auch schauen. Also weißt du, das sind so, ich glaube, dann hast du lieber noch ein Brot backen, wo du dann einfach nicht mehr backst. Ja, okay, ja, ja. Ja, ein Tamagotchi wäre nicht schlecht gewesen. Ja, genau, eigentlich so. Musst du eigentlich ich so habe denen gesagt, weißt du, ein Koch, nein, bitte kauf jetzt keinen Hunger und was machst du dann? Und dann habe ich so gesagt, kauf doch ein Tamagotchi. Und dann schaut er mich so an, so, was ist das? Das kennen die gesehen? Schon 20. Dann kennt das wahrscheinlich schon nicht mehr. Oder? Das ist krass, ja. Aber eigentlich wäre das, weißt du, anstatt Haustier, sonst Tamagotchi wäre so. Ja. Gut, und die Menschen sind eigentlich traurig gewesen, wenn der Tamagotchi abgelegen ist. Das ist für viele absolut Weltuntergang gewesen, ja. Nein, aber was ich auch sagen wollte, in dem Chefstable hat es eigentlich, ich weiß nicht mehr, welches gesehen ist, aber der, wo er noch irgendwie Sous-Chef ist bei jemandem, hat er so ein brillantes Rezept, wo irgendwie etwas Neues ist. Und der andere sagt, aber du weißt schon, dass das jetzt mir gehört.
Und dann sagt er, es ist mir egal, ich habe noch 100 von denen. So, das ist mir noch gerade eingefallen vorher, noch wegen, eben, wenn dir dann irgendwann so ja, ein irgendwie gibt es so schon gewisse Sachen, die mich nerven. Ja, wenn nachher, keine Ahnung, meine Köche weggehen und nachher, ja. Aber es gehört dazu. Aber weißt du, es ist jetzt auch nicht so, ich meine, du entwickelst viele Rezepte oder Ideen und du kannst schon nicht alles neu erfinden. Ja. Yeah. Aber es gibt manchmal so gewisse Momente, vielleicht ein, zwei Jahre, so ein, zwei Mal pro Jahr, wo du wirklich so denkst, wow, irgendwie mal irgendwie hast du es noch drauf. Mhm. Und dann geht der Koch mit diesem Rezept irgendwie und siehst es im nächsten Food-Magazin. Und dann denkst du, oh, du bist doch so ein Echt. Aber es ist okay. Yeah. Du musst drüber stehen. Irgendwie, was ganz früher hat es mal einen gegeben, der ist zu mir essen und hat das Gericht fotografiert. Dann, 3 Wochen später bin ich in so einem Magazin um Durchblätter und dann sehe ich mein Gericht und er sagt so, hey, meine Frühlingskreation. Ich so, warte. Mit dem Foto, das er von deinem ja, Essen ja, hat? Ja, sicher nicht. Boah, das war recht Penalty. Und dann? Hast du ihn konfrontiert? Ja. Dann hat er den Hells Angels gesagt. Nein, also schlussendlich habe ich ihm es dann gesagt. Und hey, ich weiß auch nicht, irgendwie die Ausrede, die er hatte, ich keine Ahnung. Das ist ja krass. Auch dort sehe ich Parallelen zur Comedy, aber das ist ja eben oder weißt du, wo eben noch nicht so Social Media ist aufgekommen, weißt du, jetzt yeah. Noch die Kochbücher, hast du noch viel mehr Kochbücher gekauft. Mhm. Und dann ist es wirklich so gesehen, okay, das ist jetzt wirklich Seite 54, das Gericht aus dem Kochbuch. Und logisch, weißt du, jeder kopiert irgendwo, gehst du Inspirationen holen. Yeah. Aber bitte, dann mach es nicht gerade eins zu eins. Und weißt du, ich meine, ich wirklich kann sagen, das Kochbuch Seite 54. Das ist schon krass. Eben, was machst du denn da? Also, du kannst ja dann. Wirkst du dann auch bitter, wenn du irgendwie nebenan gehst und sagst, hey, das ist denn übrigens von mir. So, das musst du dann wie Golo. Ja. Wie die Mitarbeiter. Ja. Also, eigentlich ja, du kannst du ja nicht immer einen Heulkrampf von den Kerzen anzünden. Eben, und also eigentlich hast du tagtäglich hast du mit Verlust zu tun. Du tust einfach deine Gerichte gehst weg, deine Mitarbeiter gehst weg. Am Schluss bleibst du und dein Name, sozusagen. Ja, oder weißt du, so, nein, manchmal, wenn ich so Ideen gebe, yeah. Dann gebe ich so Ideen und dann ist es nicht mal mein Restaurant, sondern ich gebe an das Projekt ab, meine Ideen. Yeah. Und dann rege ich mich so auf. Dann denke ich so, hey, das sind jetzt wirklich gute Ideen gewesen. Und weißt du, wenn es jetzt noch mein Restaurant wäre, yeah. Dann ist es ja noch okay. Aber du kriegst ja wenigstens Geld für die Ideen, oder? Ja, aber das ist, ja. Weil ich habe einen Kollegen, der berotet sich in seinem Business, berotet er sich wirklich durchs ganze Business. Das sind alle Menschen, die dem anrufen und sagen, hey, ich habe da noch eine Frage und kannst du mir vielleicht da helfen und so und so. Also. Und dann, aber jetzt, und dann irgendwann habe ich gesagt, verlangst du denn etwas? Ja, nein, weißt du, hat ja schnell gefragt, oder? Und dann habe ich halt schnell gesagt, nein, aber das ist ja deine Expertise, die verlangt wird. Mhm. Und wenn es wirklich der beste Freund ist, schickst du ihm dann keine Rechnung. Ja? Ja, aber wenn es einfach quer durchs Business ist, dann musst du irgendwann mal anfangen. Ah, ja, dann machst du mal einen Tagesansatz oder irgendwas, weißt, und sagst, hey, mega gern, kostet so viel. Und darum wenigstens deine Idee. Ja, sicher. Ja, aber, sicher. Aber ich verstand natürlich, weil eine Idee kann ja noch, aus einer Idee kann ja noch viel mehr werden, wenn du sie bei dir behaltest und die weiterspinnst, sag ich jetzt mal. Ja, das ist so. Aber eben, weißt du, ich meine, das habe ich dich gefragt, ich finde es so wirklich etwas vom Schlimmsten, wenn ich als Berater betitelt werde oder wenn jemand sagt, ich bin Berater. Mhm. Ich finde es so schlimm. Weißt du, was viel cooler ist? Coach. Ah. Mittlerweile bist du ja auf dem Coach. Genau. Ja. Wenn DJ-Karriere oder jetzt die Rezepte yeah. für wer auch immer, für Landliebe-Magazin, jetzt halt yeah. Gleich nicht halt kurzfristig, dann wirst du noch Lifestyle-Coach. Mhm. Ja. Und ich finde es immer. Schmuck muss man auch noch gemacht haben. Ja. Yeah. Und das finde ich immer krass, weil eben genauso wie es in der Gastronomie irgendwie
ist eigentlich in allen Bereichen, wo die Menschen arbeiten, ich habe Respekt dafür, wenn jemand sagt, hey, ich will jetzt wirklich... Ich meine jetzt eben wirklich, wenn es sagt, ich werde jetzt effektiv DJ, ja? So, und dann machst du den ganzen Scheissdreck von A bis Z, dass du sicher mit deinem Namen ein bisschen Bookings kriegst, aber du legst dann auch wirklich geil auf und du schaust, dass das eine geile Party ist und du bietest irgendwie noch eine Show dazu, weil die Leute wollen ja auch dich sehen und so. Dann finde ich voll geil, ja? Aber in allen anderen Bereichen, eben zum Beispiel, wenn du sagst Lifestyle-Coach, ich hatte Clifford Lilly hier gehabt, da ist das ja effektiv. Das ist sein Job, weißt du? Und der macht das mit kompletter Leidenschaft und Passion seit Jahrzehnten. Und dann denke ich so, das ist ja auch ein bisschen Beleidigung für den denn. Genauso wie es für Köche Beleidigung ist, wenn auf irgendjemand mal ein Rezept auftaucht. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, eben, es ist mittlerweile Teil des Business. Ja, du hast halt viel mehr Möglichkeiten. Dann ja. Könnte ich mich eben auch die ganze Zeit aufregen. Und vor allem denke ich denen im positiven Sinn, es bringt eben wieder Augen aufs Ganze, oder? Das ist halt einfach, wenn irgendjemand ein Rezept abgedruckt wird und irgendjemand sich entscheidet, das nachzukochen, dass sie dann vielleicht sagen, geil, ich suche mir noch ein anderes. Und dann ist es vielleicht nicht von dieser Person. Und dann gehen sie vielleicht dort hin. Und irgendwann sind sie auf einmal mega interessiert in Gastronomie, kennen irgendwie geile Locations, irgendwie ein paar Köche. Ich meine, ich find's krass. Wir, wenn wir privat reden, reden wir sehr oft über Kitchen Impossible. Mhm. Und das hat einen riesen Impact. Also wir zwei jetzt? Ja, wir haben schon ein paar Mal darüber geredet. Und das hat für mich zum Beispiel einen riesen Impact auf... Wir sollten wieder ein bisschen mehr reden. Verstehst du? Einfach so, gestern, es war herzig, habe ich für Coca-Cola und Walser gekocht mit dem Foodtruck. Und dann so ein Baschi angerufen und gesagt, hey, kannst du helfen? Oh, gerade von Köln und wirr. Und aber er ist gekommen. Wirklich? Es war mega herzig. Und eben, es ist immer so, es das ist etwas, das einfach jetzt muss geändert werden muss, nach dem Tag. Weißt du, es ist immer so ein Dreieck. Es ist manchmal ein Dreieckskommunikationsbeziehung, die wir haben. Baschi erzählt von dir. Weißt du, wie ich meine? Es ist so Baschi, Joel, Pascal, irgendwie. Also, man könnte gut, irgendwie ich, so eine ich heilige. Ab und zu nehme ich meinen Vater noch drin. Ja, genau. Und eigentlich kenne ich dich durch meinen Vater. Ja. Und nicht durch den Baschi. Sondern die haben irgendwie separat irgendwann mal angebandelt. Das tönt jetzt so. Nein, es ist so. Also ich weiß, wie hast du Baschi kennengelernt? Hey, er ist als Gast, er ist zu mir gekommen essen, wirklich. Ah, ja genau, Ona? In Seven ist er gekommen essen. Und yeah. Seit er in Seven ist gekommen essen, ja, das war 2007 gewesen. Ja, und dann habe ich sie mitgenommen, so mit dem alten Piaggio habe ich müssen Risotto, nein, was habe ich müssen bringen? Irgendwie, ah genau, einen Sack Pasta mal, habe ich jetzt Castello del Sole müssen bringen, habe die zwei hinten reingeschossen, dann sind wir irgendwie Pasta mal gegen irgendwie zwei Trüffel oder irgendwie so ist es gegangen. Mhm. Und seitdem, ja. Ja. Krass, also das war noch ein Bub gesehen. Ja. 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 Ist er immer noch liefen? Ja, logisch, ja. Er hat ein bisschen mehr Haar jetzt. Aber er ist eigentlich immer noch ein Bub. Eigentlich, ja. Brüch. Nein, aber die Dreiecksbeziehung, das habe ich mir so noch nie überlegt. Nein, so krass ist es nicht. Aber eigentlich kommt man wieder mal ein bisschen mehr Rittertafeln und wir kochen jetzt zusammen und so. Ja. Du bist im Fall ein Ratte. Im Fall. Ich kann sagen, du hockst nämlich nur her. Das stimmt. Also los jetzt. Du bist ein Fulli. Hey. Weißt du was? Doch. Genau. Weißt du, das nächste Mal hock mir her und du kochst. Ich meine, du machst das so wett mit einer Flasche Prosecco. Meinst du es? Machst du es wett? Meinst du es? Oder warte schnell. Das stimmt jetzt. Aber jetzt oh, jetzt decken wir etwas auf. Das habe ich gerade sagen, bevor du angefangen hast. Es ist jetzt bis jetzt auch noch nie wirklich so danach gewirkt, als würde irgendjemand mich in der Nähe von der Küche wählen. Im Gegenteil. Es ist wirklich so, wenn ich schon nur... Als letztes Mal, irgendwie du und der Baschi sind voll im Scheiß und kochen da irgendwie... Was im Scheiß? Nein, das sind wirklich beide so... Hast du das? Okay. Huh. Ha. So, weißt du, immer so der Küche-Groove, wo
wo ich kenne, eben, wenn ich Gordon Ramsay schaue oder so, wo ich so finde, ja klar, in einer richtigen Küche schafft man es so, oder? Aber weißt du noch in Basel? Und dann komme ich so dazu. Im Sommer dann, im Garten, wo ich grilliert habe. Ja. Yeah. Also komm, da bin ich ja... Dort bist du super entspannt gewesen. Ja, also, der andere ist eigentlich immer irgendwie auf, hey, weißt du nicht mehr. Ich bin völlig relaxed und freue mich mal so, hey, und der ist einfach so ein, weißt du nicht mehr. Ja. Yeah. Der ja. macht das. Okay, und dann, stand ich dazu und bin so, hey, alles gut, ja. Und dann ist es wirklich so, ich merke gerade, es ist ein völliger Weltenclash. Weil eben, ich bin irgendwie so, ich habe schon zwei, drei Gläser, irgendein Sprudel im Kopf und bin so, hey, na, wie ist es bei euch so? Und so, ja, jetzt sind gerade das noch, zack. Und dann bin ich so, ja, aber du bist mehr als so das Foodtier in der Küche. Eigentlich sollte man so eine Ast in der Küche haben und dort kannst du dich herhängen und dann redest du ab und zu noch so mit uns. Nein, aber eigentlich könntest du das nächste Mal kannst du kochen. Ey, kann ich sehr gerne. Eigentlich könntest du es machen. Kann ich sehr gerne. Es ist einfach, es ist einfach noch nie so gekommen. Das hey. Problem... Nein, lass jetzt. Also, man muss ja auch mal eine Küche haben für das. Käse, Wurstsalat, reicht. Nein, und das Problem werden noch viele haben. Traut man sich überhaupt für dich zu kochen? Weil man findet, hat ja dann schon ein bisschen eine andere Bewertung. Also ich meine, es hat ja auch noch nie jemand, der nicht professionell Comedy macht, hat auch noch nie von mir einen Auftritt gemacht. Weißt du, was ich meine? Also ich nehme an, das Problem haben noch ein paar, die sagen, ich weiß nicht, ob ich jetzt für dich kochen kann. Weil du kannst das ja besser. Ja, hey, wo die Liebe den Tisch deckt, isst man am besten. Oh. Oh. Weil vor dem Baschi kochen hat ich null Problem. Nein, das finde ich doof. Also die mich gut kennen, die haben absolut kein Problem. Ja, aber ich finde auch das Szenario so, wir möchten gerne einladen, aber nein, und wie viel, weißt du was, ich bin völlig entspannt. Ich hatte dich aber eben auch mal privat gefragt und du bist dann halt einfach nett und sagst zum Teil nicht, dass es nicht so gut ist, hast du mir gesagt. Aber nein, aber weißt du, ich gehe ja nicht mit dieser Einstellung, dass jetzt eben, weißt du, ich meine, hey, die ganze Gesellschaft manchmal ist ja, weißt du, ich meine, ich gehe ja nicht. Wenn ich Zeit habe und wenn du mir noch sagst, das danke ich dir übrigens so, hey, ich habe ein Programm und hier und Einladung und so und ich Zeit habe, dann schätze ich das. Ich schätze es einfach unglaublich, können zu dir sitzen und lachen. Yeah. Ja, wenn es gut ist. Nein, aber weißt du, und dann bin ich nicht einmal so und habe irgendwie, das ist jetzt nicht so gut oder so, sondern ich schätze es einfach. Ja. Yeah. Und ich finde das eigentlich so ein bisschen, das sollte man ein bisschen mehr an den Tag legen. Wenn man zu dir herhocken darf oder wenn wir eben zusammen kochen, dass man das macht und dass man es lustig haben kann. Ja. Beim Gartending habe ich im Vorfeld schon angeboten, ich koche etwas oder wir kochen zusammen oder was weiß ich. Und du hast dann einfach gesagt, ja, ich habe da gerade noch das Fleisch, ich habe gerade noch das und so. Und dann hat es sich erledigt. Doch, da muss ich mich ein bisschen in Schutz nehmen. Ein bisschen muss ich mich in Schutz nehmen. Wir können gerne die Spruchnachricht danach hören. Was hat es denn gegeben? Du hast Teriyaki... ist Teriyaki gewesen, wie hat es geheißen? Aber ich habe doch noch Meeresfrüchte mit einer... Ja, ich habe doch Meeresfrüchte noch gemacht. Irgendwie. Ich habe nicht Tintenfisch gemacht. Ich weiß noch. Folie, irgendetwas. Mau. Ja? Mau. Dann hat sich so eine Sauce Rui, so ein Safran-Mayonnaise dazugegeben. Ja. Ja. Das ist ja, doch mega fancy. Mega. Und Fleisch jetzt noch. Eben, so ich habe das Fleisch gerade in Erinnerung gehabt, weil es auf so einer hohen Brocke war. Ah, genau. Weißt du, so ein bisschen Thai-Beef-Salad haben wir gemacht. Richtig geil gewesen. Das war ein schöner Ort gewesen, eigentlich. Mega. Ich habe richtig, und die Papi ist im Fall auch gestresst, immer so. Ja, also, hey, das ist im Fall, weißt du was, eigentlich wäre das Worst-Case-Szenario, wenn ich frei hätte mit dem Baschi kochen und die Vater im Service. Und der René noch. Dann ist nämlich die Vater noch mehr gestresst. Das ist sicher so. Ja, ich... Aber er will es halt mega korrekt eben, machen. Ich kriege das ja, zum Teil kriege ich das... Ich krieg's gar nicht mehr so mit wie auch schon. Ja? Weil irgendwie, das wird mittlerweile ein bisschen mehr abseits gemacht.
Aber es ist natürlich zum Beispiel ein Unterschied. Weißt, hast du jetzt eine Bude mit offener Küche, weißt, wo du die Leute konstant siehst? Du bist jetzt eigentlich, ich sitze jetzt am Tisch und gerade hinten dran siehst, wie die Person immer im Stress ist und macht und tut. Wie eben zum Beispiel beim Baschi daheim. Oder ist die Küche eh nach dem Gang links und du bist im Esszimmer? Dann aber gibst du jetzt eigentlich deiner Küche die Schuld, dass du noch nicht gekocht hast? Nein, wieso? Nein, aber ich zügle viel. Das muss ich mir wieder zuerst, mal zurechtfinden. Und nein, das können wir jederzeit machen. Jederzeit, ja. Wo auch immer. Ich komme auch in eine fremde Küche. Wobei die zwei Küchen, die ich momentan bediene, die kann ich recht gut bedienen. Ja. Da bin ich langsam aber sicher am Start. Ja. Hast du so ein... Nein, ich habe kein Sous-Vide, ich habe kein Steamer. Nein, hast du so ein Joel-Gericht? Hey. Den habe ich aber schon ewig nicht mehr gemacht. Aber recht geil, zum Vorspeis einen recht geilen Zucchini-Salat. Okay. Den finde ich recht geil. So mit so ein bisschen Chili und ein bisschen Parmesan und ein bisschen Zitrone und so. Der ist geil. Hey, nur eine Frage. Wenn jetzt ich eben koche für dich. Ja. Yeah. Aber in meiner Freizeit. Ja. Yeah. Tust du hockst du so an den Tisch und sagst so, das ist jetzt sagst, Koch. Zürich, 7 von 10. Oh, da fehlt noch ein bisschen, ja, weißt du, wie ich meine? Da fehlt noch ein bisschen. Das finde ich so, ich bin so, hey, ich koche eigentlich gerne, wenn ich frei habe. Ja. Yeah. Aber hey, dann will ich easy. Mhm. Und dann frage ich, tue ich eigentlich so die Leute so ein bisschen, nicht vor, aber eben so, hey, easy, dann mache ich so ein Ego-Programm auf das, was ich Lust habe, voll. Zum Kochen. Ja, yeah. Aber ich warte null, weil, also wahrscheinlich warte ich, aber es ist einfach schon, in der Basis ist es einfach schon mega geil. Ich finde es einfach wirklich schon mega geil. Und ich glaube, mit dem ist dann, keine Ahnung, wenn jetzt bei irgendjemandem mir ein Gericht weniger schmeckt, dann finde ich nicht, die Person kann nicht kochen. Auch sonst nicht, weißt du? Sondern es ist einfach so, das ist jetzt weniger mein Ding wie das. Und ich bin ein Mensch, der gerne zum Beispiel Soße hat. Oder? Darum finde ich ja der Rindsschmorbrot, den habe ich halt einfach so geil gefunden, weil der hat so viel Soße. Oh, aber letztes Mal. Hat Äpfel, Lauchstampf und da bin ich. Da und bin letztes Mal an der geschmorte, was ist Rindsbacken? Ja. Ja, oder mitgebracht. Weltklasse. So. Dass man immer einen putzt, das vergisst ja. Nie mehr. Also darum, das ist. Aber dann eben tue ich nicht. Ich tue nicht warten. Ah, okay. Nein, wirklich nicht. So hoffe ich ja zum Beispiel auch, das habe ich ja schon gemerkt, jetzt erzähle ich sogar am jetzigen Programm, die Menschen haben ja zum Teil so eine Erwartungshaltung, dass man immer lustig ist. Oder? Das heisst, manchmal habe ich dann sogar das Gefühl, fuck, ich hoffe, ich enttäusche jetzt niemanden, weil auch ich bin jetzt eben entspannt, privat. Ich muss jetzt nicht, hey, die ganze Zeit da voll performen. Weißt? Ja, aber denke, du siehst ja lustig aus dafür. Du machst es. Darum habe ich so Haar. Weißt du, das ist so wenigstens das, ja. Oder? Aha, nee, echt? Erwarten das die Leute? Natürlich. Also, ich meine, das erzähle ich im Programm, das ist wirklich eine wahre Geschichte. Wenn ich an einem Weihnachtsessen hocke, wo ich später dann auftritt. Also, ich habe meinen Auftritt noch nicht gehabt. Und ich sitze dann halt mit irgendwie den Menschen, die mich gebucht haben und so, und es ist ein runder Tisch. Und wirklich aus dem Nichts. Und ich habe wirklich. Wir haben dort gesessen, wir haben Essen, oder? Und dann sagt einer so, also bis jetzt finde ich gar nicht lustig. Und ich bin so, ich bin noch nicht mal auftreten. Ich habe nichts gesagt. Weißt du, wie geil bin ich in meinem Job, wenn ich einfach isse und du schon verreckst vor Lachen. Aber ich denke eben genauso umgekehrt, wenn du ein Fleisch auf den Grill schmeißt, dann bin ich jetzt nicht, oh, hat er das jetzt da? Hat er das jetzt perfekt gemacht? Oder ist da jetzt der. Nein, sonst ist einfach, ich weiß natürlich bei dir, dass du sicher geile Produkte hast, was ja schon so viel ausmacht, oder? Ich meine. Ja, schon. Aber ja, und du, wie will ich sagen, du weißt ja, wie es geschmacklich ausbalanciert sollte sein. Ja, ja.
Das macht natürlich extrem viel aus, egal was du kochst, oder? Jetzt kann ich natürlich sagen, keine Ahnung, ich habe nicht so gern, ich habe doch sehr gern Labeli. Aber ich weiß auch nicht was. Also, weißt du, irgendetwas, das ist jetzt einfach nicht so meine Tasse Tee, aber ich weiß trotzdem, dass es mega geil ist. Und das finde ich eigentlich immer das Schöne. Ich nerv mich ja in Anführungs- und Schlussstrich sehr oft ab mir selber, wenn ich in ein Restaurant gehe. Ich bestelle ja meine so einfach die paar Go-To-Gerichte, oder? Und finde aber geil, wenn du neuem ein Überraschungsmenü nimmst. Das ist das Einzige, was ich schaffe. Wirklich. Ich sage, ja, Menü, weiss wie viel Gang, let's go. So. Das finde ich geil und ich finde aber geil bei jemandem Essen, weil du weißt ja zum Teil gar noch nicht, was es geben wird, bis du an dem oben dann ankommst und die Person dann sagt, hey, ich hoffe, es ist okay, wir machen heute das und das und das. Und das finde ich eigentlich auch noch geil, dass man sich auf Essen einlässt, sozusagen, oder? Und in einem Restaurant, wenn ich wählen kann, vor allem, klar, an einem Ort, wo ich oft bin, weiß ich auch, was wie schmeckt, dann sage ich, jetzt habe ich mehr Bock auf das, jetzt habe ich mehr Bock auf das. Aber auch wenn ich an einen neuen Ort gehe, dann ist es wirklich so ein bisschen, es sind nicht immer die gleichen Gespräche, ah, soll ich das nehmen oder soll ich das nehmen? Und dann ist es so, das kochst du weniger selber daheim, nimm doch das. Es sind immer so ein bisschen die Argumente, oder? Dabei, wenn du wirklich einfach, keine Ahnung, in ein geiles Restaurant gehst, wo die Spezialität etwas Fischiges ist, ich esse meistens lieber Fleisch, dann sage ich, vielleicht macht Surprise Fisch Spass, oder? Ja, es ist eigentlich noch, wenn du eingeladen bist, ist es eigentlich noch, ist schon ein cooler Moment, weißt du, wenn dann er so, okay, sie machen das und das. Ja. Yeah. Voll geil, oder? Ja, voll. Eigentlich schon, ja. Schlimmste Ausser, ist... Nein, weißt du, was schlimm ist? Weißt du, was schlimm ist? Das ist so... wie soll ich sagen? So einen heavy Tag gehabt und die ganze... Echt nur... du hast gegessen mit Espresso trinken, weißt du? Ja, ja. Und dann bist du mal abends eingeladen und dann gibt es irgendwie so einen Hauch von... ganz wenig Vinaigrette an einem Spinatsalat. Ja. Und vielleicht noch ein bisschen Kürbiskern und das war es dann gewesen. Und das ist dann ein bisschen... Also, sage ich nicht. Zu wenig. Dann ist es, wenn es zu wenig ist. Nein, zu wenig, verstand ich aber wirklich nicht. Also nein, das kann ja passieren, aber... Ja, aber also... Aber weißt du... Also da hast du aber auch wirklich, da hast du aber jetzt Notlösungen parat. Also eigentlich ist ja, wenn du bei jemandem eingeladen bist, ist ja... Das ideale Szenario ist ja eigentlich, dass du, bevor die Vorspeise kommt, eigentlich schon satt bist. Weil sie haben so viel Apero-Sachen schon aufgetischt. Schau, hier haben wir irgendein geiles Brötchen und hier haben wir irgendwie das. Und du findest so, das ist geil. Oh, irgendwie ein geiler Käse aus Spanien. Wow, geil. Und irgendwie hier haben wir noch irgendein schönes Stückchen Fleisch. So, dann bist du eigentlich schon satt. Aber dann geht es richtig das Food-Erlebnis los. Ja. So, und darum, zu wenig verstand ich wirklich nicht. Oder weißt du was, ich habe so eine Freundin gehabt, die einen Bürojob hatte. Und ja, dann sitzt man viel und so und logisch. Und dann, und ich genau das Gegenteil, umsäckle, Eröffnung und so und am Abend zusammen, oder sie gekocht. Hey, und dann einfach ein paar Mal, jedes Mal. Und logisch, jemand, der den ganzen Tag hockt, hat jetzt nicht so Lust auf irgendwie, fudusch. Weißt du, was ich meine? Yeah. Hey, und einfach so, hey, weißt du, das ist dann so, etwas locker Flockiges. Ja. Etwas Leichtes. Ja. Yeah. Und dann dachte ich so, okay, das ist jetzt das gewesen. Und ah ja, scheiße, das ist es gewesen. Und dann so, weißt du, so nachher finde ich es mega. Und ich so wirklich mir sage, hey, im Fall, ich habe im Fall wirklich nicht das gleiche Leben wie du. Hey, und weißt du, wenn ich so sage, hey, ich habe manchmal wirklich keine Zeit zum Essen, was schlecht ist und so. Und dann freue ich mich auf am Abend in Ruhe. Und dann. Hey, und dann finde ich es wirklich, weißt du, wenn ich so muss sagen, hey, ich kann so nicht mehr weiter essen brauchen. Weißt du, wenn so. Dann hast du eine Pizza bestellt, oder was? Nein, dann habe ich gesagt, hey, es muss einfach irgendwie so mal am Abend, wenn wir so zusammen essen, dann muss etwas, weißt du, so Pasta oder so. Ja, klar. Ja, und er ist so, oh Gott, ist jetzt fies. Und er. Dann kommen so, yes, hey, mach Spaghetti. Yeah, cool. Ja. Yeah, weißt du? Einfach, muss nicht wahnsinnig. Dann war es Vollkornspaghetti. Ja. Yeah. Und Vollkornspaghetti, finde ich schwierig. Finde ich mega schwierig. Ich finde Vollkornteigwaren auch schwierig. Ich finde Dinkel zum Beispiel arschgeil. Ja, das geht, aber Vollkorn. Yeah. Hey, komm, erklär mal, schau jetzt, gang mal. Dann, weißt, und logisch habe ich es geschätzt. Aber jetzt gang mal mit der
Packung Vollkornspaghetti. Geh mal auf Italien zu einer Nonna und erklär ihr, dass jetzt die voll geil sind. Hey, die nimmt das hure Nudelholz und bretscht die mit dem. Aber das und das ganze Dorf kommt auch noch und sagt so, hey, bist du nicht ganz putzt? Warum machst du aus Pasta, wo wunderbar ist, jetzt so ein Vollkorn-Ding? Yeah. Das geht nicht. Weißt du was? mir ist das mal passiert mit was geheißen hat, ich mach Poulet-Rahm-Geschnetzlet. Also Poulet-Geschnetzlet ist eine Rahmsauce mit Spätzle. Und ich so, wow, eben, viel Soße, schwer. Ich so, wow. So. Sogar eine Stunde Zug gefahren. Ja, und wirklich im Kopf gehabt und so Arschhunger. Und eben auch den ganzen Tag geschafft, weiß ich noch. Dort habe ich noch einen richtigen Job gehabt. Und ich so, wow, ey, Poulet-Rahm geschnetzelt, oder? Und dann komme ich in die Küche. Und dann nimmt sie gerade aus dem Kühlschrank, nimmt sie die große Rama-Flasche. Ja. Rama! Ist doch nicht Rahm! Das schmeckt null! Das schmeckt null nach Rahm! Und ich bin wirklich so gesehen, nein! Nein! Weißt du noch so Light-Version, wenig Fett, was? Es hat noch nichts geschmeckt. Und das schafft wirklich, wenn der Kopf auf etwas eingestellt ist und es dann nicht das ist, genauso wie bei Spaghetti, Vollkornspaghetti, es ist einfach nicht das Gleiche. Nee, Rama ja. Ist nicht Rahm. Aha, okay, ja. Ja. Okay. Oder? Ja, du bist streng. Na, komm jetzt. Okay, ein anderes Beispiel. Einmal bin ich jetzt um eine Nacht eingeladen gesehen, wo es geheißen hat, wir machen Raclette. Und dann hat es etwas völlig anderes gegeben. Das finde ich auch. Ich habe lieber sagst du nichts und man kommt einfach. Und am besten hast du noch so zwei, drei Optionen. Kürzlich haben wir jetzt Nacht gehabt mit so diesen scheiß Mini-Wok-Pfändchen auf dem Tischgrill. Voll geil gefunden. Dann hast du deine eigenen Currys gemacht. Okay. Hast alles gehabt. Hast ja. Top Fleisch gehabt, verschiedene Gemüse, Blumenkohl, Reis, Chili, da, verschiedene Currypasten, alles Mögliche. Und dann hast du einfach, ich habe mich völlig überessen natürlich, und dann hast du einfach selber in das Zeug reingeschmissen. Mhm. Okay. Habe ich geil gefunden, findest du nicht so geil? Keine Ahnung, ich weiß nicht, es gibt doch die, ja, ich höre immer nur die Geschichte, weißt du, es gibt doch irgendwie so eine Pizza-Tisch, irgendetwas. Aber wenn du so eine kleine Pizza machst, ja. Das ist mir dann zu viel Aufwand. Aber dann geht es doch irgendwie 3-4 Stunden, bis sie okay ist. Nein, immer noch Teig. Beim anderen ist du schmeißt okay. Ja, dann ist es gut. Ja, und das ist arschheiss, das heißt, das Fleisch ist nach einer halben Minute, das Brot ist ein bisschen wie Chinoise. Ja, ich glaube, vor 2 Wochen, weißt du, okay, ich probiere meine Küche immer so authentisches Kochen beizubringen. Und dann sage ich so, eben. Was ist die Definition von dem? Schau, zum Beispiel, haben wir so ein Blättchen. Und nachher haben sie es angerichtet, ist ein bisschen erklärt, wie, was, wo. Und dann haben sie es angerichtet, dann haben sie Salsiz auf der Aufschnittmaschine ganz hauchdünn aufgeschnitten. Ja. Und das machst du mit Trockenfleisch und so weiter. Und so, aber sicher nicht mit einer Salsiz. Du machst schön so richtig. Dann habe ich so gesagt, hey, look, Zentimeter dicke Bocke. Dann habe ich so, genau das habe ich gesagt. Hey, look, jetzt stell dir vor, ein Bergbauer im Bündnerland. Sitzt jetzt auf dieser Alp, du kommst zu wandern und dann kennt er dich oder er kennt dich nicht und ihr trinkt zusammen ein Bier und dann schneidet er eine Salsiz auf. Mensch, wirklich, dann nimmt die Aufschnittmaschine und tut sie hauchdünn aufschnitt. Weißt du, so probiere ich es zu erklären. Er hat sie hinter dem Baumstamm. Weißt du, wie ich meine? So probiere ich es so ein bisschen zu erklären. Yeah. Und dann, hey, glaubt mir es, irgendwo im hintersten Ecke, bergt sie rauf und das Blättchen genommen. Ohne Scheiß. Und sie ist hauchdünn, Millimeter aufgeschnitten. Nicht. Hey, nein, weißt du, ich konnte nicht mehr vor Lachen. Scheiße. Nein, es geht nicht. Aber das finde ich geil an dir. Du beschreibst immer sehr bildlich deine Vorstellung vom Essen. Das finde ich grossartig. Ja, weil irgendwie, wenn du sagst, ja, nein, das finde ich scheiße, so hauchdünn aufgeschnitten. Ja, was ist das für eine Aussage? Wie wollt ihr da etwas anfangen? Aber ja, ich meine, ich sage immer so, eben, hey, jetzt servier genau das deiner Mutter oder deinem Vater oder sag jetzt der Nonna, das ist Italien, jetzt hast du da noch mit Currypulver abgeschmückt. Ich meine, die ertränkt im Mehl oder was auch immer. Von Italienern habe ich schon ein paar Nonna-Tricks mitgekriegt, wo man würde sagen, macht man es wirklich, aber so ein bisschen Ketchup habe ich schon gehört in die Bolognese. Parmesan-Rinde, das ist klar.
Aber das sind also ein bisschen, oder halt auf die, drei Löffel Zucker. So, das sind oft so, eben Nonna, so wie es die Nonna macht, hat dann eben auch noch so zwei, drei Tricks. Ah ja, hoffentlich. Ja. Ja, ja, die dürfen. Die dürfen alles, weil sie sehen aus wie eine Nonna, der kaufst du alles ab. Das ist so, das ist so. Und es ist irgendwie auch, das habe ich bei meiner Großmutter gemerkt, französische Seite, aber die hat zum Teil sehr, sehr dirty Tricks gehabt in der Küche. Weißt du, mit wirklich so, wo du immer das Gefühl hast, das ist selber gemacht und das ist dann aber irgendein eigentlich mega billiges Fertigprodukt. Aber sie hat so perfekt eingebunden in der ganzen Reste, wo dann oft, wenn du das dann eben mal nachkochst, findest du, ich mache das jetzt auch so, das ist super geil. Ja, jeder soll seine Tricks haben, finde ich. Aber das kannst du natürlich, ist mir schon klar, dass das, eben das machst, wenn du daheim kochst. Das finde ich so lustig, irgendwie, weißt du, das perfekte Dinner, oder? Wenn sie dann eben kommen mit ihren 37 Maschinen und ich mache dann hier das speziell in der Räucherkammer und dort mache ich das und so. Und dann sagst du, kochst du wirklich immer so daheim? Oder mach doch einfach mal, ja, also für das nehme ich übrigens das Fertigpulver, fertig. Ja, aber es gibt auch so, Kollegen von mir, wo ich es eigentlich mega geil finde, wie sie kochen, weil der eine, weißt, kauft wirklich irgendwie das neueste Kochbuch vom besten, trendigsten Starkoch. Yeah. Und dann kocht er die Rezepte durch. Wirklich? Ich meine, hey, weißt du, wie viel Zeit nach Rezept und alles, ja, abwägen und so. Ja. Yeah. Mega cool. Und der andere arbeitet recht hart und am Abend geht er immer mega einkaufen und zelebriert dann so richtig zu kochen. Yeah. Und so können sie abschalten. Ja. Yeah. Das finde ich schon noch cool. Aber eben, dort muss ich abends manchmal eingreifen und so das Privatleben hinterfragen. Aber es ist wichtig, wenn es zu extrem wird. Yeah. Ich komm, oder jetzt zum Beispiel, yeah, keine Ahnung, die irgendwie am Morgen gehen, joggen, 45 Minuten und am Abend auch noch. Und wenn sie dann mal einen Tag nicht joggen können, dann sind sie mega unglücklich. Ja, ja, es ist, das behandeln wir in diesem Podcast ja immer ein bisschen, was man macht, damit man sich eben effektiv gut fühlt. Und Ich glaube, bei vielen Sachen ist es so, dass wenn es eben eine Miese wird, dann wird es wieder schwierig, weil du hast dann eine riesige Abhängigkeit davon. Es gibt sicher kleine Sachen, die du oft in deine Tagesroutine rein tust, aber ich bin eher Verfechter von, heute geht es mir mal scheiße, jetzt gehe ich eine Runde rennen. Oh, jetzt geht es mir wieder gut. Als jetzt schnell. Also ich nicht. Nein, aber. Nicht ich. Nein. Ich bin Verfechter von dem. Aber du redest nicht. Ich weiß, was mir gut tut. Weißt, ein bisschen Drogen. Und nein. Aber ich habe das wirklich nicht. Ich habe nicht den, wenn man sich sportlich betätigt, geht es einem nachher besser. Ich bin so eine kalte Dusche, möglichst viel schlafen, dann mal probieren. Ich bin mehr so ein Typ, oder? Also, wenn's. Und bist du so in zwei Jahren. Nein, alle zwei Jahre so ein Gesichtsmaskentyp. Ah, ich ha ohne Scheiß seit Teenager-Zeiten habe ich einfach eine Gesichtscreme. Also so eine Gesichtscreme. Das zählt nicht. Nicht? Okay. Nein, Gesichtsmaske. Gesichtsmaske, nein, das reicht mir nicht. Ich hätte mega gerne, aber ich weiß nie, wo das findest und solche Sachen. Ich hätte mega gerne mal so die du drauf tust und wenn du nachher wegziehst, hast du das Gefühl, du hast alle Pickel, die du jemals in deinem Leben angesammelt hast, hast du nachher in der Maske. Hey. Aber was ich eigentlich wollte sagen, ich bin mehr Verfechter von dieser Methode als von sagen, ich muss jeden Tag 3 Stunden rennen und wenn es dann mal nur 2,5 sind, dann geht die Welt zusammen. So, oder? Das ist eigentlich. Ja. Was wolltest du sagen wegen Maske? Nein, vor irgendwie 4 Jahren. Die Black Mask? Nein, vor 4 Jahren. Hat dein Vater hat so gesagt, hey, an Herbstmesse so ein Tool, wo ich so ein Nackenkussi, das massiert und so, es ist das geilste ever. Und yeah. Weiss ich nicht mehr. Hey, dann hat er irgendwie, hat es mir gedacht, hat er noch einen Vertrag unterschrieben, dass er die verdickt. Dann ist er voll abgegangen wegen dem. Dann ist mir jetzt wegen dem Gesichtsmaske gefragt, das weiss ich noch. Ich habe auch. Ich habe an einer Messe habe ich ein Massagegerät gekauft, ja. Yeah? Und zwar, weil ich im Witz angesessen bin mit dem Kollegen, mir so, aha, schau mal, ja, lustig. Und wirklich so nach 2 Minuten, oh shit, oh. Das ist richtig geil. Ich brauche es immer noch. Und brauchst du es wirklich noch? Ja. Okay. Und es hat so Infrarot, das noch ein bisschen wärmt. Und, und dann kannst du wirklich so eine Viertelstunde, da immer so hier und her kreisen, so Böllen. Und es geht wirklich, weil du hast dann wieder so 2 so Schlingen. Und dann hat
Wenn du mehr Druck machst... Das ist sowieso das. Wenn du mehr Druck machst auf die Schläfe... Ich weiß nicht, ich habe das noch nie gesehen beim Vater. Aber... Muss mal fragen. Frag ihn mal. Von Minz ist ganz geil, weil Minz hat noch einen Adapter fürs Auto. Das heisst, als Beifahrer... Nein, es ist Weltklasse. Habe ich mit einem Kollegen gemacht, wo wir an Siget gefahren sind. Haben wir einen Roadtrip gemacht über... zuerst München, dann Wien, dann Budapest, oder? Mhm. Alles mit dem Auto. Und dann fahrst du halt immer so ein paar Stunden am Tag und der eine ist gefahren und der andere hat können, das hure Massagegerät auf dem Beifahrersitz. Hey, nee, ja. Über den früher, weißt du, wo der Feuerzünder gesehen ist, oder? Ja. Der Anschluss, ich weiß nicht, wie der heißt, aber auf ja. Dort reinstecken. Und weißt du, für die Oberschenkel ist das geil und für die Wade. Wirklich, wie der größte Trottel. Ah je. Ja, aber es geht. Ja, aber ja. Schön, bist du so offen. Ah, da habe ich wirklich null Problem damit. Ich kann sogar sagen, wie es heisst. Donnerberg. Nein. Doch. Ach, doch. Und es ist gemein, weil es gibt natürlich auch noch eine Schweizer Version davon. Donnerberg ist die deutsche, wer hat es gedacht? Und die Schweizer haben es mit Akku, habe ich mir dann erklären lassen, ja. Aber Donnerberg ist original. Und ich bin immer so ein bisschen verfechter von, wenn du es erfunden hast, dann solltest du auch mein Geld kriegen. Und eben nicht die Kopie. Okay. Ja. Okay. Da habe ich Patriotismus hinten dran gestellt, ja. Oder? Ja. Ich esse auch lieber von dir dein Rezept, als wenn ich es dann im Magazin auf Seite 52 mein Frühlingsrezept. Schau mal, Donnerberg, der Christoph hat es natürlich schon rausgesucht, ich sehe es. Achtung. Ah ja, ja. Ist das? Hey, mit so einem bist du... Oh, schau, da rechts hat einen fucking Akkubohrer. Sportmassagegerät. Hey, sind das die, die so... Aber weißt du jetzt... Weißt da, das links, das links. Das ist so voll cool, so, hey, ich habe einen Roadtrip und so. Und er. Und dann siehst du einen, mit so Schlingen. Weißt du, über Grenzen, einen so mit dem Nacken. Also ja, hart. Ja. So okay. Läuft's, so läuft's. Ja. So, aber die Massagepistole habe ich nicht. Massagepistole. Oh mein Gott. Wo sind wir gesehen? Wegen... Sich gut fühlen. Ja, und genau. Macht. Und der eine dort alle Rezepte nachkochen und der andere tut dann immer das so zelebrieren. Das Kochen ist, glaube ich, für viele schon noch. Es hat schon etwas Therapeutisches. Aber ja. Ich muss zum Beispiel. Bei dir? Ich muss. Ja, du gehst lieber essen. Ich gang sehr gerne essen. Und vor allem, was ich wirklich gerne mache, nicht erst seit Covid, ich bestelle auch gerne. Sehr spezifische Sachen, logischerweise, weil gewisse Sachen weiss ich, die müssen frisch raus. Mhm. Aber ich finde zum Beispiel halt so vieles aus dem asiatischen Raum Weltklasse. Richtig geil. Ja. Weil das ist ja eh schon manchmal 5 Stunden... Manchmal ist man vielleicht auch wie enttäuscht, aber manchmal. Der Asiat, also ich finde die asiatische Küche auch cool. Ja. Aber wenn du das Curry mal auseinander nimmst, wenn du das bestellst, yeah. Kostet irgendwie 39 Franken, hat es irgendwie 3 Würfel Tofu drin. Yeah. Und ein Streifchen von Peperoni. Ja. Yeah. Und aber weißt du, das ist so das Coole, wenn das Gleiche mit der Schweizer Küche würdest machen, mm-hmm. würden alle reklamieren. Mm-hmm. Aber bei den Asiaten geht es immer durch. Ja. Yeah. Ja, gut. Aber nicht jetzt, also eben, es sind nicht alle so, aber manchmal yeah, yeah. Freue mich so, mal nicht zu kochen und dann bestellst du so etwas mm-hmm. und es klingt so geil. Und dann irgendwie, okay, und wo ist jetzt genau das? Du musst aber auch wissen, wo. Logischerweise. Ja. Ja. Aber zum Beispiel indisch. Ich sehe nur, wenn wir jetzt schon darüber reden, ich kriege mega Bock, so bei mir irgendeine Rogan Josh zu bestellen. So, und das weiß ich, das kann ich bestellen. Ja, aber also, weißt, das aber weißt du, was manchmal schade bei mir ist, wenn ich nicht weiß, auf was ich Lust habe? Mhm. Das finde ich tragisch. Also das ist jetzt ein absolutes Luxusproblem, ja. Einfach mega. Also, ist dann so. Aber weißt du, ich finde es voll cool, wenn so, yes, heute wieder mal, keine Ahnung, Geschwälte und Käse. Ja. Aber wenn du so einfach so planlos heimgehst
Und dann ist es so ein bisschen wie ein geschütteltes Huhn, das nicht weiss, was es ist. Und dann machst du mal so auf und hier und so. Yeah, jetzt yeah, yeah. Das soll bestellen. Ah nein, scheiss mir an. Und, yeah. Und dann ist auf einmal 9 Uhr und du weißt immer noch nicht genau, was essen. Und danach ist es so eine Notlösung. Das ist schrecklich. Ja, das geht nicht. Das ist unbefriedigend. Yeah. Oder, was zum Beispiel gar nicht geht, ist, du bist irgendwo in der Stadt. Und dann hat das Restaurant, wo du wolltest, irgendwie geht nicht, mhm, was auch immer. Mhm. Und nachher gehst du weiter und weiter und dann hast du so Hunger und dann wirst du langsam einfach schlechte Laune. Absolut. Und bist du also hangry? Ja, manchmal schon. Yeah. Manchmal schon. Das ist bei mir sehr schlimm. Aber das ist wirklich, wenn ich Freizeit habe. Mhm. Und sonst kann ich den ganzen Tag ohne Essen sein und habe gute Laune. Ja. Yeah. Aber nachher, weißt du, kennst du es und dann machst du dich so, okay, jetzt nehmen wir das, jetzt gehen wir hier rein. Und dann bist du drin, hast einen Tisch und freust dich zwar und dann schaust du die Speiskarte an, das ist völlig unsexy. Das ist unbefriedigend, und ja. Machst du das manchmal schon? Weißt du, dass du irgendwann im Hunger nachgehst und anstatt jetzt noch diese Seitenstrasse und das noch suchen und komm, wir googeln noch, dass du jetzt einfach das Nächste nimmst. In London hat es damit geändert, dass ich in einem Kaufhaus irgendwie an einer Rolling Sushi Bar angesessen bin und auf den ersten Teller genommen habe, der gerade vor mir war. Nicht mal mehr geschaut, was es ist. Weil ich einfach so Hunger hatte. Und davor war ein Bombe-Sandwich-Place gesehen, wo ich aber reingelaufen bin. Dann hast du die riesen Wandtafeln und alles mit Kreide vollgeschrieben. Ah, such aus von einem von diesen 37 Brötchen. Mhm, und dann tust du dir selber deine Toppings und eine von den 39 Soßen und so. Also es war eigentlich wie so ein self-made hipstery Subway gewesen, oder? Und ich bin, ohne Scheiß, ich bin so hässig dort rausgelaufen. So, ich kann jetzt nicht entscheiden. Weißt, ich kann jetzt nicht etwas zusammensetzen. Fuck, ich will einfach essen. Und dann bin ich wirklich einfach in das Kaufhaus gerannt und habe einfach irgendwie das erste gesehen, Sushi-Bar, mir einfach angesessen, los geht's. Und einfach die hineingeschaufelt. Und es war sogar gut gewesen. Ja. Okay. Aber es hat jetzt wirklich auch, weißt du, so Google-Bewertung 1,9. Ja. I always have diarrhea after eating there. Ja. Und es war mir so egal gewesen. Oder so New York, weißt du, wenn du so in New York bist und dann gehst du zum Morgenessen. Yeah. Also, hey, weißt du, ich bin nicht irgendwie einer, der nicht gerne früh aufsteht oder so. Aber eben, weißt du, so, hey, bis zum ersten Kaffee bin ich vielleicht schon noch ein bisschen langsam unterwegs. Und dann kommst du so in New York, hey, und was willst du hier? Und welcher Bagel? Und hier? Yeah. Und welche Füllung? Und komm, und sie hat den Bagel in der Hand und sie werden aufschneiden und sie warten jetzt mit welcher Füllung? Yeah. Hey. Und hey, ohne Scheiß, einmal habe ich abgebrochen und gesagt, ich bin einfach wieder raus. Ich dachte, okay, dann bin ich halt jetzt auch schon. Aber hey, weißt du was, er war nett, aber ich einfach nicht so schnell können entscheiden jetzt hier und dann musst du lesen und hey, und es gibt so viele Möglichkeiten. Und dann bin ich wieder raus, hat mir so leid da. Aber zum Beispiel dort finde ich, Vollkorn finde ich das Geilste. Ah ja, ey. Vollkornbagel und einfach Cream Cheese, fertig. Ja. Mach mal einfach warm. Warm Cream Cheese, vollkommen Bagel. Das ist top zu Aber dann habe ich so mega cool gefunden. Weißt du, so, hey, da steht einer mit dem Bagel vor dir und fragt dich, hey, mit was hast du das Gefühl? Und dann wandert so der Bagel zum Cream Cheese und wie dann findest, kannst du vielleicht noch das. Wie findest du das mit den, das ist in den USA ja auch, ich weiß nicht, ob es dort aufgekommen ist, aber dort ist es natürlich an jedem Ecke und bei uns gibt es jetzt so 2, 3 so Places, so Salat-Bars. Wo sie auch so dort stehen und so sagen, was willst du alles dienen? Und dann kommt einer mit einem speziellen Klammerli und dann tut er so den Salat mischen und dann geht es wieder eins weiter und dann kriegst du die Soße drüber. Es ist mir auch schon ein bisschen too much vom Ganzen. Ich setzt sich aber auch nicht so wirklich durch. Nein. Also zu Basel gibt es einen, wo ich weiss, und zum Beispiel, Systemgastronomie Dean & David, könntest du es machen? Ich sehe aber nie jemanden sich selber den Salat zusammenstellen, sondern es ist immer, ich will entweder den oder den oder den. Gibt es eigentlich Brötli-Bar noch in Basel? Natürlich. Ach. Die ist Weltklasse. Ja. Oh, komm, geh dort mal an! Also nein, ich koche auch. Siehst du? Nein, aber... Das ist eben... Brötli-Bar. Weißt du, wenn ich das letzte Mal in der Brötli-Bar gesehen bin, denke ich mir so in meinem Kopf, klar, ich kann auch kochen, aber ich fände es mega geil. Hey, ich finde, das zum Beispiel, das ist das Konzept, das es mehr so geben sollte. Yeah. Hey, Canapé. Ja, belegte Brötchen. Belegte Brötchen. Und du hast alles Mögliche. Und du weißt, das ist mega geil. Es sind alle ja mega geil. Aber sie sind mega nicht freundlich. Das ist aber, ich glaube, mittlerweile
Oder ist es besser? Also nein, in den USA würdest du das schon wieder zum Marketingprodukt machen. Wie Katzdelikatessen. Ja. Weißt du, würdest in jeder Gastrovierer würde schreiben, die schon übertrieben unfreundliche Bedienung macht es zum einzigartigen Erlebnis, oder? Ja, und Brötli-Bar ist wirklich so. Aber das letzte Mal sind sie nett gesehen. Da bin ich aber fast ein bisschen enttäuscht gesehen. Weißt du, so, fuck, ich will ja eigentlich Brötli aussuchen und ein bisschen beleidigt werden, oder? Ja, du bist wirklich irgendwie so, okay, ist jetzt, weil ich ein Berner bin, Entschuldigung, habe ich kein Basler Leckerli, weißt du, yeah, aber es ist so, das einfachste Konzept und ever. Und so, weißt du, eigentlich habe ich so innerlich, ach, so schön, weißt du, die Emotionen, die ich hatte, ach, Canapé. Und weißt du, es ist ja unmöglich, also dort drinnen ist es nicht, ehrlich gesagt, nimm es irgendwie to go. Yeah. Und eigentlich to go, und dann während dem Laufen das Brötli, das kannst du gar nicht essen. Yeah. Es ist unmöglich, aber es macht sich... Das ist schon Brötli-Bar. Das heißt, du findest zum Beispiel im Laufen essen findest du nicht schlimm. Weil ich habe schon gehört, dass es niedersteht, dass der Mensch läuft und isst. Ich finde es aber noch geil. Ach komm, jetzt, wenn wir jetzt Höhlenmenschen sind. Ja. Yeah. Menschen jetzt echt, die haben immer können easy peasy, jetzt grillieren wir die Haxen und dann, ich glaube, da ist jetzt immer irgendwie ein T-Rex gekommen und hat sich, glaube ich, gestresst. Also darum, wahrscheinlich der Tier hat es schon wahrscheinlich mehr to go gegeben als jetzt. Sicher. Sicher hat es mehr to go gegeben. Es ist alles to go gewesen. Das war alles to go gewesen. Die haben gar nicht sitzen. Die waren völlig gestresst. Auf der Jagd und der verfolgt mich noch und so. Ich glaube. Meinst du, darum gibt es den Döner? Weil das ist ja ein klassisches To-Go-Essen. Ja. Ich sehe selten jemanden wirklich so. Also Besteck nimmst du ja nicht. Ich sehe selten jemanden wirklich. Ja, aber hast du schon mal in Napoli gesehen, wie sie Pizza to go essen? Oh nein! So Panzerotto-mässig, oder was? Weißt du, irgendwie so in der Schweiz würden sie die so irgendwie wie zusammenschießen. Aber sie legen sie so zusammen und. so ja, viermal. Wirklich. So, und dann latschen sie los und beißen rein. Ich meine, wenn das. Schon geil. Es gibt schon gute Erfindungen. Ich meine, der Schweizer Hotdog, der Kiko hat eine ganze Nummer über das gemacht, das ist Weltklasse. Aber der Schweizer Hotdog. Finde ich geil, weil du eben auch to go kannst essen, oder? Weil die aufgeschnitten sind und dann hast du noch 100 Zutaten drin, das wird schon schwieriger. Da musst du immer so ein bisschen aber das Schiff balancieren. Aber das ist so eine coole Challenge, finde ich so. Hey, schaffst du es in New York, so ein Ding, ohne dass du voll bist? Yeah. Aber ich weiß schon. Aber jetzt beim Schweizer Hotdog. Hast du es gern? Hey, ich finde es mega. Ach, das würgt mich auch. Wenn so am Schluss Senf oder warmes Ketchup. Das ist eben der Teil von Kiko. Der Kiko erklärt von A bis Z, wie man den Hotdog isst und was alles passiert. Und dass zum Beispiel das Würstchen, das oben raus schaut, dass du das zuerst probierst, abzudrucken. Aber es geht natürlich nicht. Mhm. Dass du dann eben so zwei Bisse hast irgendwann in der Mitte, wo die Mischung perfekt ist von Soße, Wurst und Brot. Und nach dem Schluss hast du so mega den Teig. Ja. Und dann hast du nochmal irgendwie 10 cm Brot, wo du findest, das sind ja genau die, wo du gebraucht hättest, das Würstchen oben richtig reingepasst hat. Ja. Oder? So, und er macht dann noch viel mehr, das ist super geil. Aber es gibt zum Beispiel zu Basel an der Herbstmesse gibt es ja die großartige Erfindung vom Käsebengel. Hast du da mal mitgekriegt? Jo, aber das ist bei uns Käsebregel, ja. Käsebregel. Dann nehmen sie das Hotdogbrot und dann tun sie Fondue reinschütten und es ist unmöglich, das zu essen. Ja, das ist unmöglich, das zu essen. Und darum siehst du dann, und das finde ich dann wirklich das Niederste, was es gibt, dann siehst du Menschen über diese riesen Abfalltonne und sie laden sich so drüber, weißt du, und sie essen über Abfall, weißt du, wo noch schmeckt und irgendwie das raufkommt und keine Ahnung was, tun sie sich dort drüber lernen, über so eine Tonne und essen dann damit halt eben nicht die ganze Käsesoße überall reingeht. Und dann denke ich so, ist doch lieber einfach ab und zu ein Fondue. Ja, ja. Und lass es sonst. Oder es gibt doch die Käsewürstchen. Und dann gibt es so die, die es so im Brötchen haben. Und dann
beißen sie rein und dann spritzt der heiße Käse und es fällt so richtig raus und dann lassen sie es lackieren. Weil sie verschrocken sind, ja. Und dann ist es noch so halb, also ich finde das gut, weißt du, ja, aber keine Verschwendung. Und dann ist es aber am Boden. Ja. Yeah. Und dann nehmen sie es wieder. Das finde ich auch noch spannend. Einfach so der spritzende Käse-Fetteffekt. Ah, dann lässt es lackieren. Und dann ist es in diesem fettigen Papier drin. Und dann nehmen sie es wieder auf und ja. Hast du dich schon mal richtig schlimm verbrennt? Ja. Erst gerade. Wirklich? Ja, und ich bin so stolz auf mich, weil ich bin nicht ausgetickt. Weil es war so, ich hatte jetzt recht eine intensive Zeit, schlafe sehr wenig und arbeite viel. Mhm. Und immer unterschiedliche Projekte und viele Menschen, die mich viel fragen und ich bin viel am Reden und viel am Beantworten, permanent. Mhm. Mhm. Und dann hatte ich eine Eröffnung mit Hotelfachschulpraktikanten und jemand hat mir eine Pfanne hergestellt und nicht gesagt, dass die aus dem Ofen kommt, der 230 Grad hat. Ah, also auch der Griff. Und verstehst du? Und ich habe es so im Griff genommen. Das ist so die mieseste Verbrennung, die du kannst haben. Du packst etwas und du kannst es ja nicht lackieren, da ist etwas drin und laufst noch einen Meter. Gut, das ist aber dein Gedanke. Andere würden es lackieren lassen, oder? Ja. Ja. Aber weißt du, so, wenn du so zugreifst, das ist die beschissenste Verbrennung, die du kannst haben kannst. Ja, es ist nicht, du kommst im Ofen schnell dran, sondern du tust richtig. Und vor allem, weißt du, es ist schon so das Mieseste, was du kannst machen kannst. Eine heiße Pfanne herstellen und kein Tüchlein und du siehst nichts. Aber es war halt eine Praktikantin, die im Stress war und hat es halt vergessen. Yeah. Ich habe ja so gehabt und einfach so, okay, es war im Ofen. Gewesen. Und alle so erwartet, okay, jetzt. Und dann bin ich einfach easy geblieben und habe weitergemacht. Und dann bin ich recht stolz gewesen, aber es nervt mega. Es macht immer so. Es nervt so, ich sage für Brunnen. Ja, logisch. Es nervt mega. Oh mein Gott. Und dann hast du Blut gekriegt, oder ist gegangen? Ja, ja. Ja. Ah. Aber du hast noch nie. So, die schlimmsten Unfälle sind ja so Öl und so Scheiß. Ja, also es hat. Es hat mal, als ich im Kempinski St. Moritz gekocht, so irgendwie, ich weiß doch nicht, 21 oder so, ist irgendwie Wasser ins Öl reich und hat so gespritzt. Yeah. Und dann ist mir heißes Öl so ins Gesicht und dann sind wir eine Woche lang Niki Lauda gesehen. Ach. Aber so schlimm war es nicht. Aber ich habe mal in Freiburg so wirklich so ein klassischen französischen Restaurant gekocht. Yeah. Und das ist wirklich so Hierarchie und weißt, so wirklich wie in Frankreich abgegangen. Und dann haben wir zu früh den Küchenboden gewischt und dann ist der Chef des Service, der ist wirklich von Paris gekommen, ist gekommen. Was heisst zu früh den Küchenboden gewischt? Zu früh heisst, wir hätten noch in die Küche müssen ein paar Dessert holen. Ah, okay. Und dann ist er reingekommen mit seinen Lackschüli und dann ist er ausgerutscht und hat sich in der Küche abgestützt am Bonbrett. Und das ist ein Bonbrett, so in der alten Küche war, mit so Nägeln. Wow. Und dann hat er sich abgestützt und dann einfach mit der Hang so durch den Nagel durch. So wie der Zauber, wo es nicht funktioniert, ja. Scheiße. Das war mega heavy. Leck mich, und das war so hässig auf uns. Ja. Hey, also, ja. Yeah. Ey. Also, hey. Gut. Ey. Du hast dich zusammengerissen, aber du bist auch hässig auf Nein, aber. Auf die heiße Nein, Pfanne. Also, er hat mir leid da, aber weißt du, er ist, ich meine, weißt du. Sehr persönlich geworden. Nein, wie soll ich sagen, aber er ist halt auch, er ist ein Tyrann gewesen, also weißt du, wie ich meine, er hat schon mal ein Dauer an Gring bekommen, das fiel zu recht, also. wenn etwas nicht gut war, dann ist das Ding einfach zu fliegen. Okay. Das ist wirklich die klassische französische Schule. Das hast du schon ein paar Mal gehört. Ich hatte wirklich so noch eine Mauer bei meinem Posten bis hier. Und weißt du, ich habe gesagt, eben,
ich bin vermittelt worden, einer hat mir angerufen, so mit einem gebrochenen Deutsch, und hat so gesagt, und ich habe gesagt, hey, eben, bis die Wintersaison noch Freiburg zu ihm, hey, super. Mhm. Und ich habe mich mega gefreut, und ich habe aber gesagt, hey, ich kann einfach nicht so gut Französisch. Mhm. Er hat gesagt, ja, das ist kein Problem, kein Problem. Und dann bist du echt dort in der Küche als Welsch und Franzose und kein Wort Deutsch und mhm. so. Und weißt du, dann gibt es ja noch die Küchensprache, also ein klein Französisch, ja, logisch verstehe ich es, aber die ganzen Fachbegriffe yeah. und Namen also auf Französisch. Yeah. Und hey, weißt du, ich hatte so Angst vor dem gehabt, vor dem Küchenchef. Ich meine, dann hat er gesagt, Pascal, und dann bin ich einfach losgesäckelt, die Frigo, einfach mal gesäckelt, so schnell wie möglich. Und dann bin ich in diesem Frigo gesagt, okay, was will er eigentlich, was ist das für ein Wort? Hast du irgendetwas genommen, was könnte sein, so drei Sachen bist her. Und dann, ich weiss noch, hat er mich so angeschaut, Mann, du deutscher Bauer, hat er mir alles gesagt. Und nachher hast du dich da halt durchgekämpft, aber irgendwie, ja, irgendwie habe ich es dann im Griff gehabt, aber es war fies, gewesen. Hinter mir war die Patisserie und das war so eine 2 Meter deutsche Patisserie Prügelberg. Mhm. Und der hat einfach null verstanden. Null, nichts, nada. Und ich habe den ab und zu probiert zu übersetzen, aber weißt du, wenn ich im Stress war, mhm. oder hey, du hast Fasan gerüpft und Froschschenkel und. Also weißt du, es war heavy. Mhm. Und dann hat irgendein Küchenchef etwas berührt und dann hat der Bär mich angeschaut und ich habe gesagt, hey, weiss nicht. Und dann hat er ein Quitte-Dessert hergestellt und dann hat der andere das Ding genommen oder der Bär wieder zurück. Und ja, meine Mauer hatte mit Sicht gegen die Küche und der andere hat den Rücken halt gegen die Küche gehabt. Hey, und dann ist es Dauer gekommen mit dem Quitte-Tartatin und dem Sorbet. Hey, dem voll hier an Ecken. Und weißt du, der Arm sich, erstens war er höher als die Mauer und er hat es auch nicht gesehen, wenn etwas ist. Ey, das ist alles kaputt gegangen. Auf den Nacken. Ja, voll. Aber schwitzig war. das ist wirklich, ich glaube, das Business, das mich am meisten fasziniert, weil, wenn man überlegt, weißt, in so vielen Bereichen hat es ein bisschen, sicher noch nicht ganz, aber hat es ein bisschen eine Säuberung gegeben, irgendwie, weißt, vom Umgang untereinander und so. Ah, das schon. Und das hat es in der Küche sicher auch gegeben, wenn ich so denke, wenn ich höre, wie in Küchen früher einfach geschwätzt, eben, das ist ja eigentlich physische Gewalt, die angewendet wird, oder? Das ist ja, hey. das ist ja eigentlich nicht tragbar. Hey, ich meine, weißt du, jetzt sind wir wirklich gute Freunde und ich bin dann wirklich nicht lang beim Baumann gesehen, aber gleich recht yeah. lang für die Zeit, oder alle Woche hat es einfach irgendwie ein neues Team gegeben, dazumals. Yeah. Und ich bin irgendwie 2,5 Monate bei ihm gesehen. Mhm. Aber hey, dann haben wir Flusskrebse gehabt und dann sind die ausgebüxt im Frigo. Und dann haben die Frigotüre aufgemacht und dann macht so krrrt. Und ich so, nein, Mann, ich bin auf einem Flusskrebs. Ich kann dem das nicht sagen. Hey, und dann habe ich eine ganze 18 Stunden lang einen toten Flusskrebs in meinem Hosensack rumgedreht. Hey, einfach, dass er das nicht sieht. Weißt du, wie ich meine? Und dann am nächsten Tag irgendwie hatte ich ein Himbeere mit innen dran Schimmel gehabt und hat das, jeder hat ein Joghurtbecher zu gut gehabt auf seinem Posten für irgendwelche Röstabfälle oder was. Mhm. Und dann habe ich das Himbeere genommen, ah, es hat Schimmel innen drin, dann hast du jetzt Joghurtbecher. Dann ist er gekommen, hat das Joghurtbecher ausgeleert, bevor man in die Pause ist. Und dann liegt dort das Himbeere und ich so, haha, es hat nämlich Schimmel drin. Und dann hat er es angeschaut. Und dann hat er gesagt, warum schießt du es weg? Dann hat er gesagt, ja, es hat Schimmel. Dann hat er gesagt, ja, das kann man aufkochen und pürieren und so weiter und so fort. Das kann man noch verwerten. Hey, das hätte ich jetzt auch nicht gewusst. Ich hatte mega Schiss und Angst vor ihm gehabt. Und weißt du, wenn du. Aber weißt du, das bewusst. Und das war nicht lustig gewesen, irgendwie. Hey, weißt du, schöne Gurkenstäbchen müssen schneiden und ich war dann so jung gewesen. Stress und Angst und hey, weißt du was? Ich habe doch nie ein gerades Gurkenstäbchen hergebracht. Also hat es immer für das Personal Gurkensalat gegeben, was ja cool war. Yeah. Aber nach dem dritten Tag Gurkensalat hat der Chef gesagt, hey Pascal, wenn es noch einmal Gurkensalat gibt, dann ja. Gut, und dann hast du mal einen Flusskrebs, dann habe ich die Gurkenabschnitte im Hosensack
Kabel. Hey, und das ist, es ist hart gewesen, aber weißt, es hat einmal, weißt, das Bewusstsein fehlt halt manchmal jetzt ein bisschen bei den, weißt, und der Biss und der Ehrgeiz. Mhm. Wenn's mal, weißt, wenn ein bisschen Druck kommt, wenn es mal ein bisschen schwieriger wird, ja, dann gehen sie halt. Mhm. Und wir haben halt einfach wirklich müssen durchhalten. Aber ja, und du, ich nehme auch an, du respektierst das Essen an sich, also die Zutaten, alle diese Sachen, auch mehr durch das, weil es gibt so eine rassistische Aktion in der Küche mit dem Lauch. Unten ist ja weiss und oben ist ja grün. Yeah. Hey, ich muss immer predigen, hey, was hat der Lauch, der grüne Lauch, yeah, euch oben an? Immer, sie holen es immer ab. Yeah. Und dann wird er irgendwo entweder vorgeschossen oder yeah, in Gemüsebouillon-Topf. Yeah. Hey, dann sage ich, welcher Gott hat euch gesagt, dass das Grüne vom Lauch einfach nicht in die Küche, in die Gerichte gehört? Das yeah, verstehe ich aber absolut nicht. Ich finde auch, zum Beispiel bei Bundzwiebeln finde ich hure geil, wenn du auch wirklich bis zum letzten ja, Stil alles drin, hey, hast. Das ist voll geil. Ja, voll. Petersilienstil. Ach, yeah, das beste Basilikumstil. Fein yeah, geschnitten mit ein bisschen Zitronensaft, Meersalz. Mega. Yeah. Auf den Fisch. Mm. Mhm. Aber sie schießt immer weg. Nein, ich sag das. Ich bin so wie eine View-Maus. Also. Du bist aber nicht einer von denen, der in anderen Restaurants dann in die Küche reinläuft und ungefragt seine Meinung gibt. Nein, nie. Und was ich vor allem. Also, weißt du, manchmal interessiert. Das gell? Hey, erst geht so. Hey, da kommen manchmal Mails rüber. Also, weißt du, ich bin mega offen für Kritik. Aber Gastronomie, das weißt du auch. Hey, alle wollen immer Kritik abgeben. Mhm. Immer. Sie meinen, es gehört dazu, dass man jetzt noch irgendwelche Kritik äußert. Mhm. Wenn ich das an jedem Postschalter würde machen, oder Bank, oder an Swisscom, mhm, dann wäre ich ja nur noch mit der Swisscom am Telefonieren, je nachdem. Mhm. Aber einfach, ich finde es so ein mega. Ich finde es ja gut, weißt, wenn man es mal sagt, das Feedback. Ja, und bin ich auch mega offen. Aber hey, jetzt doch einfach mal schätzen. Und jeder muss irgendwie Kritik oder ein Mail. Und weißt du, ja. Oder was ich zum Beispiel, weißt du, manchmal gehe ich einfach gerne essen. Mhm. Und dann schätze ich es. Und dann will ich einfach nicht jetzt noch die Küche anschauen. Mhm. Und meistens. Und ich schätze es, weißt du, bei gewissen Sachen. Aber manchmal bist du einfach zufrieden, wenn du essen darfst. Yeah. Mit dir reden und so. Willst du die Küche noch schauen? Hm. Ja, dann musst du immer noch die Küche anschauen. Mhm. Oder sie erklärt, wie sie es genau gemacht haben? Nein, einfach die Küche anschauen. Okay. Und es ist ja manchmal schon sehr spannend. Aber yeah, weißt du, was irgendein ist? Vielleicht habe ich den ganzen Tag Küchenplan gehabt und die 27 Projekte Visualisierungen für eine Küche gemacht. Mhm. Und dann darf ich, anstatt jetzt der Hauptgang warm zu Ende essen, darf ich die Küche anschauen. Aber ja, nein, es kommt jetzt mega. Ich will ja nicht jammern. Das ist ja herzig. Was hast du für eine Küche daheim? Hast du so eine Standardküche oder hast du irgendetwas bauen lassen? Ich bin Koch. Ich bin nicht, keine Ahnung, Top-Schlagersänger in Deutschland und verdiene Millionen und weiss auch nicht was. Ich weiß nicht, aber bestimmte Sachen brauchst du vielleicht, bestimmte Sachen willst du vielleicht. Sagst, Hey, irgendwann, wenn ich dann, keine Ahnung, 7 Schafe, eine Frau habe und ein Haus, ja, dann habe ich schon so Träume. Aber dann ist es eigentlich so eine Aussenküche, aber einfach mit Feuer. Und ein Holzofen. Ja. Hauskoch ist schon geil. Ja. Und irgendwie, hey, drinnen. Hey, logisch ist es. Ich hatte schon ein paar Küchensponsoren gehabt und dann habe ich Geräte bekommen. Aber dann hast du eine Mietwohnung gehabt. Ja, was nützt dir jetzt dort? Ja. Und dann baust du es wieder raus und nimmst mit. Ja. Nein, logisch. Aber ich finde so, das ist. Ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Thermomix? Hast du einen Thermomix? Okay. Also schau, jetzt habe ich ja ganz viele Projekte. Und dann habe ich so eine Outdoor-Session für ein Magazin. Dann wollte ich so einen Teig machen, eine Rührmaschine vornehmen.
Schäftchen auf, keine Rührmaschine da. Okay, mhm. Ah, genau, die ist am Bodensee. Dann, ja, komm, nimmst du vom Keller den Thermomix auf. Okay, Keller, aber Thermomix geholt. Ah, den hast du auch nicht. Also, weißt du, dann habe ich einfach geflucht, wo alle zusammengeschissen, hey, ich muss, weißt du, wie ich meine? Dann werde ich mal, oder dann mache ich mal privat einen Take. Und das ist nicht mal möglich. Und verstehst du, dann rege ich mich noch mehr auf. Dann habe ich eine Waage, wo, also weißt du, kennst du so den Messbecher, den Haushaltsmessbecher, yeah. Wo Mehl, Zucker und verschiedene, und weiss ich nicht was. Und der hat ein Loch, und so musste ich noch den Teig abwägen. Und, aber weißt du, ich musste genug schnell abwägen, das Wasser und die Hefe, weil es hat ein Loch gehabt, also es drückt immer weg. Also weißt du, unprofessioneller geht es ja nicht. Also weißt du, ich meine, und nein, dann rege ich mich alles auf, wenn ich so daheim irgendetwas muss vorbereiten muss. Geht gar nicht. Eigentlich habe ich zwei Geräte, wo ich stolz bin, mhm. Dass ich zwei Geräte habe. Aber sie sind meistens nicht dann da, wenn ich sie brauche. Man sagt ja eigentlich, an jedem Ort alles einmal haben. Aber dann hast du einfach, so viel Scheiß. Also weißt du, das reut mich dann. Ja, und so viele Gadgets immer. Eben, das reut mich dann wahnsinnig. Ah, eins Gerät ist bei deinem Vater übrigens. Ja, wirklich? Ja, ein Sous-Vide-Garer, ja. Ah, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, aber eben. Ja. Nein, das muss ihm sehr gönnen. Ich habe recht Hunger. Ich langsam auch. Ja, das ist so ein Espresso. Ah, ein Gipfeli heute Morgen. Viel über Essen geredet. Ich habe, was habe ich gegessen? Vier Toastbrot habe ich gegessen. Das ist wieder ein kulinarisches. Meerkorn-Toast. Oh wow, jetzt hast du es für. Meerkorn, ja. Ein bisschen Anke drauf, wie man zu Basel sagen. Also Butter. Und so Frischkäse mit Kräuter und Knoblauch und so. Das war geil gewesen. Das war mit Mittag. Ah, das ist Mittag. Und Salzitz habe ich noch ein bisschen. Auf der Aufschnittmaschine. Auf der Aufschnittmaschine. Millimeter, hauchdünn. Nein, habe ich wirklich schön gute Prägel habe ich geschnitten. Ja. Prägel? Ja. Wie siehst du am Anschnitt vom Brot? Die haben das einen ganz speziellen Begriff, das sage ich eben nicht. Mürku. Mürku. Ew, der Mürku. Mir wird es wirklich auf den Arsch nicht. Okay. Ja. Yeah. Mürku. Aber was ich so geil. Herzig finde, ist so, ich hatte zwei Basler Köche gehabt und dann habe ich abends Kaffee rausgelassen. Und dann, was wollt ihr noch dazu? Ja, kann ich noch ein Rämli haben? Ja, klar. Ein Rämli ist dann so herzig. Ja. Ja. Auch die Gucke. Ja. Auch ja. Beim Einkaufen, oder? Noch nicht gucken. Oder bin ich in Bäckerei am Sonntag in Basel und habe gesagt, ich hätte gerne Zöpfe. Oh. Völlig am Anschlag. Ja. Nein, das geht gar nicht. Zopf. Genau. Die hat nicht der Mürku. Nein, Mürku habe ich schon nicht gesehen. Zöpfe. Aber Zöpfe. Hätte der Mürku von Zöpfe. Ja, aber eigentlich bin ich schon gut integriert in Basel. Absolut. Nein. Ja. Auf jeden Fall. Also ja, eben Zöpfe und so Zeugs, das gibt es halt. Ja. Ich weiß, wir sagen ja auch Sachen, die sonst niemand sagt in der Schweiz. Also. Ja. Das gehört dazu. Eben der Anke. Ja, und jetzt finde ich es ein absolutes Highlight. Ich rufe einfach so gerne am Gemüsebauer im Thurgau. Ich liebe es. Rabarberzeit, Äpfeli jetzt. Hey, yeah. So der Hammer. Und ich feiere es so. Es tut so gut, wenn die das sagen. Hey. Erdbeere und frische Gartenrabarber. Rabarber. Ja. Quark. Yeah. Ja. Das ist mega cool. Herrlich. Ja, noch zum Schluss, was machst du, um dich gut zu fühlen? Das haben wir schlussendlich doch noch nicht besprochen. Aha, eine Balance zu finden. Genuss, Sport, Natur, ein gutes Umfeld, glaube ich. Ja, keine Ahnung, wenn ich das Gefühl habe, verdumme, dann, ich bin ja viel im Auto hin und her unterwegs, mhm. Dann, wenn ich das Gefühl habe, verdumme, dann höre ich wieder gute Hörbücher, also sprich Biografien. Yeah. Wenn ich das Gefühl habe, ich sei jetzt ein armer Sieg, ich will so viel arbeiten, dann höre ich auch irgendwelche Biografien aus Menschen, die vielleicht
so eine Überlebensgeschichte hatten, sprich Zweiten Weltkrieg, irgendwie Überlebende von Auschwitz, weißt du, so ein bisschen so. Oder, zum Beispiel zur Perspektive setzen. Oder, nein, Gefangenlager in Korea, weißt du, so ein bisschen. Und weißt du, wie ich meine? Weißt du, manchmal ist es ein bisschen das Bewusstsein. Genau, dann, dann schaffst du auf einmal auch nicht mehr so hart, oder? Dann ist es auf einmal so. Nein, dann finde ich so, hey, du jetzt nicht so blöd. Genau, oder ist echt okay, wenn, so. Wenn du findest, jetzt bist du ein 7-Sieg, was ich selten finde, aber dann gehst du wieder vielleicht mal in die Berge und dann siehst du so, hey, du bist so ein kleine Furz und es ist doch auch. Du kommst jetzt ein bisschen Ehrfurcht über und so. Mal würde ich sagen, es ist eigentlich schon noch. Und ich habe Allergie auf Bananen gehabt, also eine Unverträglichkeit gehabt. Und das Jahr kann ich jetzt wieder Bananen essen. Und jetzt fühle ich mich absolut der Hero, wenn ich irgendwie auch morgen Bananen esse. Oder weißt du, so, nimm so eine Banane mit und weißt du, nachher zwischen der Sitzung so eine Banane essen, und dann fühle ich mich so völlig gesund. Und dann, hey, weißt du, dann fühle ich mich wahrscheinlich irgendwie der Yoga-Gesundheits-Guru mal 700 vom Universum, weil ich jetzt eine Banane esse. Das ist ja geil. Ja, aber voll. Das ist mega schön, wenn man so Freude kann ab Banane essen, oder? Ja, voll. Voll geil. Ich lade dich mal ein zum Nacht. Ist gut. Ja, jetzt ist ja schon Brötli-Bar wieder. Ich mache etwas Indisches. vielen Dank, bist du da. Hey, danke vielmals. Hat mega Liebe. Spass gemacht. Weiterhin viel Erfolg. Danke vielmals. Und komm wieder mal. Und eben, wir machen mal wirklich. Ich kann ja auch mal etwas kochen. Wirklich. Ja. Und ich gebe es dir noch schnell zum Abschmecken, bevor ich es dann serviere. Nein. Überzeugt selbstbewusst her. Also, bis bald. Peace. Danke. Bip.